freuen. Von vorne? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Space, Lust auf Zukunft. Wir wollen uns mit der Raumfahrt beschäftigen, aber natürlich nicht nur mit der Raumfahrt als Technologie, sondern mit den Menschen, die das wirklich in die Wege bringen. Ein paar Worte zu mir selber. Mein Name ist Thomas Sattelberger. Ich bin 72, also nicht mehr der Allerjüngste, aber ich bin richtig raumfahrtbegeistert. Ich war 40 Jahre lang in der Wirtschaft, bin dann in die Politik gegangen, aber bitte keine Sorge, das wird keine politische Veranstaltung, sondern es wird eine inspirierende Veranstaltung und eine aktivierende Veranstaltung. Lust auf Zukunft. Space. Zukunft braucht Space, auch im übertragenen Sinne. Zukunftsräume, Experimentierräume, vielleicht auch neue Planeten. Und dass Deutschland aus dem Dornröschenschlaf erwachen muss, ich glaube, das spüren wir alle und das wissen wir alle. Ja, ich habe hier vier Gäste, Unternehmer, Gründer, Start-upler, die werden nachher auch jeder ihren Pitch für Sie am Screen machen, aber vorher möchte ich Ihnen auch einige Fragen stellen und ich fange mal mit, ich sag mal, dem zweiten Senior in der Runde an, dem Ernst Pfeiffer. Lieber Ernst, wie alt bist du jetzt und wie lange fasziniert dich die Raumfahrt? Ich bin keine 72, ich bin 56, fühle mich aber ja, echt jung geblieben, mache auch viel dafür. Und für die Raumfahrt, ja, ich interessiere mich eigentlich jedes Jahr mehr für die Raumfahrt, noch mehr für die Raumfahrt, jedes Jahr mehr. Frisst es dich nicht auf? Manchmal wird es zwar viel, aber wenn man dann die Erfolgserlebnisse hat, die man dann spürt, wenn man eine Rakete starten sieht, dann kriegt man alles zurück. Jetzt ist ja das, was die Experten Deep Tech nennen, und Raumfahrt gehört dazu, das ist ja eine Arbeit, die einen langen Atem braucht. Da kannst du keinen schnellen Sprint hinlegen und den Erfolg haben. Wie motivierst du dich eigentlich selber? Ja, das sind die Erfolgserlebnisse zwischendurch. Also wir haben Starts, wir haben Tests, wenn das Ding auf dem Rüttler steht. Ich zeige dann vielleicht nachher mal einen kurzen Film. Ja. Wenn das Ganze überlebt, wenn ich mit den Menschen zusammen bin, wenn ich hier die jungen Menschen sehe, die hier sind und die Kollegen und alle arbeiten für die Raumfahrt. Raumfahrer motivieren sich, glaube ich, auch sehr unter sich selber. Hast du in der Schule schon gewusst, dass du mal in die Raumfahrt möchtest? In der 13. Klasse. In der 13. Klasse kam ein Schulkollege zu mir, ich frage ihn, was studierst denn du so, ey? Ja, damals gab es ey noch nicht so, ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache Raumfahrt. Und dann habe ich gesagt, Raumfahrt, ja, das ist gut. Und dann habe ich weitergemacht, dann habe ich studiert, dann war ich an der Uni, habe da Assistent gemacht, war ich und so weiter. Und deswegen hat sich das gesteigert bis jetzt. Du hast neulich mal in einem Gespräch gesagt, dass dir das Thema Work-Life-Balance wichtig ist. Ja. Muss man als Raumfahrtunternehmer nicht rund um die Uhr arbeiten? Im Kopf geht schon ziemlich rund um die Uhr, ja. Ich kann gut schlafen, auf jeden Fall. Ich arbeite aber jetzt nicht jedes Wochenende durch, ich arbeite nicht die Nacht durch. Ich verbinde sehr viel das Private mit dem Geschäftlichen. Ich war jetzt zum Beispiel in Frankreich, in Lausanne auf einer Hochzeit und auf dem Rückweg habe ich eine Firma in Lausanne besucht. Wunderbar. Man kennt sich in der Raumfahrt, das macht Spaß. Raumfahrt, wenn das, also für mich ist Beruf wie Hobby. Und dann ist es eigentlich egal, wenn ich jetzt nachts bis um 12 arbeite, ist egal. Aber nein, ist keine Belastung. Schön. Lieber Ernst, jetzt darfst du deinen Pitch machen. Gut.
Ich habe ja die Chance, euch an den Screens zu sagen, was wir hier machen. Wir machen drei verschiedene Hauptprodukte. Einmal machen wir Antennen zur Kommunikation. Das heißt, die Daten von den Satelliten, die da oben fliegen, müssen ja irgendwie auf die Erde runter. Und da gibt es so Schüsseln. Ja? Man sieht es in der Ecke so ein bisschen. Wir können auch mal einen Film abfahren. Ja? Die transportieren quasi einmal wissenschaftliche Bilder von fernen Sternen oder sowas nach unten oder ja, Programme fürs Fernsehen. Die werden durchgetestet. Man sieht hier im Bild einen Vibrationstest hier um die Ecke in Ottobrunn. Da werden die Dinger auf Herz und Nieren getestet und auch Entfaltungstests werden gemacht, dass das alles funktioniert. Wenn der Satellit mal oben ist, dann kann man natürlich gar nichts mehr machen. Für mich fasziniert es, Lust auf Zukunft. Diese Dinger starten vielleicht, das, was ihr gesehen habt, startet so in 2 Jahren. Und es fliegt dann 36.000 Kilometer weg. Es gibt auch eine Antenne, die wir machen, die fliegen 1,5 Millionen Kilometer weg. Wir haben auch andere Produkte wie ganz große entfaltbare Antennen. Hier können wir auch mal kurz einen Film sehen. Die sind dann bis zu 20 Meter groß. Das sind Antennen, die können Radarbilder machen. Hier tragen wir zum Klimaschutz bei. Wir arbeiten an einer Mission, wo die Polkappen untersucht werden, fotografiert werden, beobachtet werden, wie sich das Eis ändert. Und das fasziniert mich, lieber Thomas, auch einfach, dass wir was für die Erde machen. Also nicht nur fürs Geschäft, sondern auch für die Erde, für die Menschheit. Und das Ding, das startet 2027. 2027, natürlich werde ich dann noch arbeiten. Aber das ist, weil du sagtest, langatmig, ja, muss man haben. Ich freue mich drauf, zwischendurch gibt es aber Zwischenerfolge. Ja, und das Letzte, was ich noch vorstellen will, wir machen greener Space, Ökologie, Öko in Space. Wir entwickeln entfaltbare Segel. Die sind an kleinen Satelliten, Kleinstsatelliten im Weltall. Die warten, die schlafen 5 Jahre, 15 Jahre und irgendwann, wenn der Satellit nicht mehr funktioniert, dann entfaltet sich ein Segel. Seht ihr jetzt hier am Zuschauer am Screen, dann entfalten sich die Segel und dann durch die Restatmosphäre, die so bis 700 Kilometer über der Erde ist, bremst der Satellit ab und schraubt sich von ganz alleine wieder in die Erdatmosphäre. Wenn wir uns vorstellen, dass zukünftig 1.000, 10.000 Satelliten hochgeschossen werden in den nächsten Jahren. Ja, da wird der Daniel erzählen, das will er mit seiner Rakete machen. Ja, dann müssen die Dinge auch wieder runter. Sonst gibt es da oben ein Schneeballsystem und so weiter. Stark diskutiert, wir arbeiten daran, dass die Satelliten wieder runterkommen in großer Version und jetzt hier gerade im Video in kleiner Version. Ich denke, das werden wir ziemlich im Seriengeschäft bald starten. Ja, lieber Ernst, das war wirklich ein schöner Pitch. Du hast selbst mich begeistert. Ja. Ich bin ja mal 5 Jahre lang, war ich tatsächlich in der Raumfahrt in Ottobrunn tätig, in den 90er Jahren allerdings. Da waren das die Träume und jetzt wird das Wirklichkeit. Und jetzt frage ich natürlich den Daniel. Daniel Metzler ist der Chef der Münchner oder der Ottobrunner Firma ISA Aerospace. Also wunderschön, dass du die ISA sozusagen auch dem All gegeben hast. Du bist Absolvent der Technischen Universität. Hat dich eigentlich die Universität gründlich aufs Gründen vorbereitet? Also wir sind ja hier an der TU München groß geworden. Entsprechend kommt natürlich auch der Name. Bei uns heißt es immer From ESA to Space. Ja. Und nachdem wir hier schon groß geworden sind, studiert haben, haben wir uns auch natürlich gedacht, hier das Unternehmen zu gründen. Wenn du jetzt natürlich fragst, wie auch die Universität oder die Universitätskurse uns vorbereitet haben für das Gründen, ist das sehr, sehr vielfältig. Als Gründer muss man letztlich alles können. Man muss am Anfang die Finanzen machen, man muss die Technologieentwicklung machen, man muss erstmal die Vision generieren. Ich denke, für viele der Themen hat die Technische Universität tatsächlich sehr, sehr gut vorbereitet. Was mir einfach noch in Deutschland sehr, sehr stark fehlt, ist das Gründertum selbst. Das heißt, was bewegt einen überhaupt dazu, überhaupt sein eigenes Unternehmen, gerade in der Raumfahrt, zu gründen? Kann man das wecken?
Ich denke absolut, dass man das wecken kann. Bei uns selbst wurde es ja auch geweckt, in dem Fall durch einen externen Pull sozusagen der Industrie, die die Raketentriebwerke kaufen wollten, die wir als Studenten an der Technischen Universität in München entwickelt hatten. Wolltest du schon als Fünfjähriger Raketen bauen? Als Fünfjähriger habe ich maximal noch Lego-Raketen gebaut. Aber du hast gebaut. Aber ich habe gebaut. Was ich wusste, war immer, ich möchte etwas machen, was fliegt. Egal damals, ob es Flugzeuge war oder ob es Raketen waren. Und als ich 23 war, habe ich die ersten Flugzeuge für die NASA bzw. das DLR hier in Deutschland designt, haben dadurch auch Awards gewonnen. Und relativ schnell merkt man dann aber, die Flugzeuge, die fliegen 700-800 km/h. Gegen die Rakete ist es am Ende des Tages einfach nichts. Da fliegen wir mit ungefähr 28.000 km/h und das ist dann schon nochmal die schnellere Kategorie, die uns dann mitgerissen hat. Wie sieht das denn aus? Du redest ja ganz begeistert über das Thema. Machst du auch was für junge Menschen, um die für das Thema zu gewinnen, oder bist du verbiestert an dem Bauen deiner Rakete? Ich denke, dass gerade das der Einbezug der jüngeren Generationen super wichtig ist. Raumfahrt ist auch eine Technologie, die nicht von heute auf morgen entwickelt wird, sondern für die man oftmals viele Jahre braucht. Was wir zum Beispiel machen ist, wir haben sehr, sehr viele Werkstudenten, die schon in den ersten Semestern der Universität bei uns auch mitarbeiten, so nach und nach während dem Studium schon wirklich die Praxis kennenlernen. Das haben alle die Unternehmen hier, denn die sind jung und sie brauchen junge Leute. Ne? Absolut. Auf der anderen Seite, ich war unlängst, letztes Jahr in Wien, auf einem Lego-Wettbewerb, in dem das ganze Thema Space war. Das heißt, da mussten die Schüler, die zwischen 6 und 12 Jahre alt waren, ihre kleinen Lego-Roboter programmieren aus Mindstorms und entsprechend gewisse Tasks auszufüllen, wie zum Beispiel ein gewisses Mondgestein von Punkt A nehmen, den Roboter zu programmieren und an Punkt B zu bringen. Und das sind natürlich Sachen, die wir unterstützen, weil wir der Meinung sind auch, dass Raumfahrt in unserer Gesellschaft noch deutlich zu kurz kommt. Jetzt hat der Münchner Merkur hat geschrieben, ESA Aerospace startet mit 140 Millionen Euro durch. Und du hast mir mal ganz stolz erzählt, das ist alles Geld aus Europa und oder Deutschland sogar. Hast du was gegen die Amerikaner? Ich habe absolut nichts gegen die Amerikaner, aber ich bin trotzdem ein Fan von Europa und bin auch der Meinung, dass wir hier mehr aus Europa heraus souverän machen sollten und auch müssen. Raumfahrt ist letztlich auch eine Technologie, die kritische Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und ich bin der Meinung, dass wir nicht in allen Industriebereichen unsere Abhängigkeit von außerhalb von Europa aufbauen sollten. Also eine technologische Souveränität auch haben sollten. Ganz genau. Und das ist natürlich schwierig durchzusetzen, wenn man selbst im Gesellschafterkreis schon nur von Amerikanern oder im Zweifelsfall auch Chinesen besetzt ist. Und das hat uns natürlich gefreut, dass wir in der Lage waren, auch das gesamte Kapital mit an Bord bei ESA Aerospace zu bringen. War schwierig? Es war sehr schwierig, das muss man schon sagen. Den Europäern sitzt das Geld nicht ganz so locker, oder? So ist es, wobei ja auf der anderen Seite das Geld verfügbar wäre. Und das ist einer der Themen, die man sicherlich noch sehr, sehr viel stärker machen muss, nämlich, dass wir sehr, sehr viel mehr Technologie aus Europa heraus machen und auch finanzieren. So, und jetzt darfst du deinen weiteren Pitch machen. Du hast ja schon die Rakete mitgebracht, die ist jetzt so 30, 35 Zentimeter hoch und deine richtigen Raketen sind 30 Meter hoch. Richtig, das ist so im Maßstab 1 zu 100. Die Trägerrakete, die wir hier aus München heraus, aus Ottobrunn entwickeln, soll kleine Satelliten und mittlere Satelliten in den nahen Erdorbit bringen. Was heißt nahe Erdorbit? Ungefähr 500 Kilometer Höhe. Das heißt, wenn man mal so als Referenz hernimmt, ungefähr München, Berlin, nur in die Vertikale nach oben. Und wie wir auf dem Video sehen, wird der Raketenstart eigentlich relativ schnell ablaufen. Das heißt, wir werden tatsächlich von dem Boden aus den Start innerhalb von ungefähr 7 bis 8 Minuten absolvieren, bis die Rakete auf knapp 28.000 km/h beschleunigt und den Satellit in den Erdorbit transportiert. Bei Raumfahrt kommt es auch immer auf Geschwindigkeit drauf an, noch deutlich mehr als auf Höhe. Und das ist letztlich der Job unserer Rakete. Wir sind so quasi ein Taxiunternehmen in das Weltall. Und die gesamte Entwicklung der Trägerrakete machen wir hier bei uns aus Europa, aus Deutschland heraus, bei ESA Aerospace.
die gesamten Technologien, die wir hier auch bei der Trägerraketenentwicklung einsetzen, kommen sowohl aus der Raumfahrt, aber auch aus vielen anderen Industrien. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr automatisierte Produktion, um hier wirklich auch Low-Cost-Space-Access zu ermöglichen. Eine der Herausforderungen der Raumfahrt ist, dass Raketenstand heute noch immer relativ teuer sind und die Rakete steht am Ende des Tages an der allerersten Stelle der gesamten Wertschöpfungskette. Ein Satellit, der auf dem Boden steht, bringt keinem was. Da haben wir keine Daten, die uns etwas über den Klimawandel beispielsweise sagen können, sondern die Satelliten gehören ins Weltall. Und da versuchen wir wirklich, die Kosten zu drücken, dass wir mehr Satelliten auch deutlich kostengünstiger ins Weltall transportieren können und damit auch sogar große Satellitenkonstellationen ermöglichen können, die beispielsweise Internet über die ganze Welt verteilt anbieten können. Und wenn ihr mal daran denkt, dass Stand heute 50% der Menschheit eigentlich gar keinen Zugang zu Internet hat, ist das eine enorm große Chance, nicht nur für gewisse Länder oder gewisse Kontinente, sondern für die gesamte Menschheit, da technologisch voranzuschreiten. Und entsprechend ist die Raumfahrt wirklich eine Enabling Technology. Das heißt, wir nutzen Raumfahrt letztlich, um das Leben auf der Erde besser zu machen. Lieber Daniel, das heißt ja dann, dass meine alte Telekom, die guckt dann in die Röhre. Ja, wir werden sehen, aber die ersten Mobilfunk- oder Handy-Produzenten haben schon noch nicht selbst angekündigt, aber es gibt die Rumors, dass die direkt auch über Satelliten kommunizieren können. Ja, wunderbar, danke für deinen Pitch. Ja, dann kommen wir zum Raphael. Lieber Raphael Setz, du bist von der Firma Blackwaves, aber mich interessiert natürlich zuallererst, du bist auch Ingenieur. Aus welcher Fachrichtung kommst du denn? Richtig, ich habe an der TU München habe ich Maschinenbau studiert. Schon wieder TU München? Richtig. Naja, wir sind ja in München. Und mit der Spezialisierung Leichtbau und technische Mechanik. Aha, also gar nicht so der Raumfahrer. Ja, ich habe mich schon immer für quasi Technologie im Allgemeinen interessiert. Natürlich auch als Kind schon begeistert von Raketen und Flugzeugen. Aber gerade mit der Leichtbauspezifizierung Richtung Carbonfaserwerkstoffe auch, da war natürlich auch das Thema Raumfahrt immer recht nahe. Das heißt, du bist ein richtiger Werkstoffspezialist? So ein bisschen schon, ja. Es war, ich vor kurzem, habt ihr ja die neue Produktionshalle eingeweiht und ihr habt mich dazu eingeladen und ich muss sagen, es war eine wunderschöne Feier. Wie ist das eigentlich? Du bist ja Co-Gründer der Blackwaves. Wie ist das, wenn man so eine Halle einweiht? Das ist für uns was ganz Neues, was ganz Besonderes. Ist, wie du schon gesagt hast, das erste Mal, dass wir wirklich eine quasi eigene Halle haben, wo wir auch mitgestalten konnten. Bis jetzt in unserer bisherigen Halle, da sind wir nur mit Glück reingeraten und die ist auch schon uralt. Da standen früher mal irgendwelche Panzer drin und die fällt schon so langsam auseinander. Deswegen sind wir heilfroh, dass wir jetzt wirklich die Chance haben, zum genau richtigen Zeitpunkt unsere Firma weiter auszubauen. Wir haben noch große Ambitionen, schon großes vor in der neuen Halle und ja, freuen uns drauf. Ja, hat es da auch ein bisschen gebibbert, als da so die Halle dann da stand? Ja, es ist natürlich auch immer ein bisschen, bei mir ist so ein Respekt davor, vor allem auch vor dem Umzug. Wir brauchen mehr als nur Laptops und Apfelschorle zum Arbeiten und müssen unsere riesigen Maschinen von A nach B bewegen. Das ist eine riesen Herausforderung, aber werden wir schon schaffen. Ich habe mich ja ein bisschen mit euch beschäftigt und ihr macht ja wirklich auf unterschiedlichsten Felder, macht ihr Werkstoffe, aber ihr habt euch schon ein bisschen auf das Weltall kapriziert. Warum? Ja. Es ist technologisch, sage ich mal, schon so ein bisschen die Oberkante. Das macht einfach als Ingenieur super viel Spaß, sich da mit extrem spannenden Hightech-Sachen auseinanderzusetzen und die Grenzen auszureizen von Technologie. Aber auch schon immer unser persönlicher Antrieb. Wir haben damals bei der Firmengründung haben wir gesagt, wir möchten innerhalb von 5 Jahren nach Gründung einen Bauteil von uns in der Luft haben, im Flugzeug und nicht nur im Handgepäck, sondern wirklich verbaut. Und nach 10 Jahren eins im Orbit bzw. im Weltall. Das mit der Luftfahrt haben wir nicht ganz geschafft, weil wir auch festgestellt haben, es ist fast schon leichter in eine Rakete reinzukommen technologisch als in ein Flugzeug, weil im Flugzeug nun mal auch Menschen sitzen. Aber das mit der Raumfahrt schaffen wir auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Glaubst du an Außerirdische? sagen wir es mal so, wenn man sich anschaut, dass wir erst seit ein paar Jahren überhaupt die Technologie haben,
Planeten zu entdecken. Sterne wunderbar, kann man super sehen, aber Planeten ist echt schwierig, weil die nicht leuchten. Und es werden jedes Jahr neue Planeten entdeckt, die in der habitablen Zone um die Sterne kreisen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. Ob das dann intelligent ist, da bin ich eher skeptisch. Also muss ich doch noch die letzte Frage stellen. Entdecken wir die zuerst oder entdecken die uns zuerst? Gute Frage. Das gute alte Fermi-Paradoxon macht herrlich Spaß, sich darüber Gedanken zu machen und sich auszutauschen. Sagen wir es mal so, ich hoffe mal, dass wenn sie uns entdecken, sie uns nicht als niedere Rasse, identifizieren und auslöschen möchten, sondern dass man da, so ein bisschen utopisch Kooperation macht. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich der Wunsch von uns allen, dass das Thema Weltraum nicht zu einer Kolonialisierung wird und zu einer militärischen Expansion führt, denn wir wünschen uns ja im Grunde eine friedvolle Reise ins Weltall, damit es auch dem Planeten hilft. Ja, ganz lieben Dank, jetzt bist du mit deinem Pitch dran. Alles klar. Also, es freut mich heute riesig, unsere Perspektive von BlackWave auf das ganze Thema Raumfahrt und Fertigungstechnologie zu präsentieren. Wir von BlackWave stellen, wie schon gesagt, Carbonfaser-Bauteile her, speziell auch für die Raumfahrt, sprich Leichtbaustrukturen, die sehr große mechanische Belastung standhalten, aber dennoch fokussieren wir uns immer darauf, auch kostengünstig zu bleiben. Denn wenn man sich das mal anschaut, der Daniel hat es vorhin schon etwas vorweggenommen, die Raumfahrt bisher war schon dadurch geprägt, dass sie sehr, sehr teuer war. Natürlich bedingt auch dadurch, dass die Stückzahlen sehr gering waren. Man hat wenige Raketen gebaut und dadurch waren die Prozesse auch sehr aufwendig, sehr zeitintensiv und sehr schwer automatisierbar. Stellt man sich natürlich die Frage, was kann man in Zukunft besser machen? Am besten alles. Deswegen ist so ein bisschen auch der New Space-Ansatz zu sagen, man baut oder setzt vor allem auf bewährte Technologien aus der Automobilbranche und Luftfahrt, die sehr hohe Stückzahlen produzieren, auch immer mit einem starken Kostendruck und kann dadurch sehr viele Raketen bauen und eben wirklich sehr, sehr günstig auch. Bei BlackWave selber haben wir uns eben auf verschiedene Fertigungstechnologien spezialisiert. Insbesondere verpressen wir die Carbonfasern. Das ist sehr, sehr effizient und schnell. Wir schneiden das Material zu, legen es in eine spezielle Form ein und dann wird das Material unter sehr hohem Druck und sehr hoher Temperatur verpresst und härtet aus. Und nach nur 5 Minuten in der Form habe ich quasi ein fertiges Bauteil. Und das ist eben um viele Größenordnungen schneller, als man das so bisher kennt in der Raumfahrt. Und hat trotzdem sehr, sehr hochwertige Bauteile mit extrem guten mechanischen Eigenschaften. Und die ganze Automatisierung dahinter, das wächst bei uns natürlich auch noch parallel. In der neuen Halle planen wir auch den Einsatz von Robotern, die Presse dann bestücken und die Teile entnehmen und können da wirklich sehr, sehr günstige Bauteile in hohen Stückzahlen anbieten. Speziell was Raketen angeht, wenn man sich anschaut, was kann man bei einer Rakete alles aus Carbon machen, dann ist es eine ganze Menge. Man möchte natürlich, dass die Rakete so leicht ist, wie es nur geht. Jedes Kilogramm zählt, weil 1 Kilogramm leichtere Rakete heißt nachher, ich kann 1 Kilogramm mehr Nutzlast befördern. Das ist sehr wertvoll, deswegen versucht man alles aus Carbon zu machen. Sprich, angefangen von der Primärstruktur über die Tanks, Sekundärtanks, Primärtanks, aber auch oben die Nutzlastverkleidung und so weiter, kann man alles aus Carbon machen. Nur da, wo es richtig heiß wird, also im Bereich vom Triebwerk, da ist ein bisschen schwierig. Da halten wir uns fern. Als kleinen Einblick in unsere Arbeiten würde ich euch noch gerne einen Teil vorstellen, was uns besonders mit Stolz erfüllt. Das haben wir für ESA Aerospace gefertigt. Das ist das Payload Adapter. Auf Deutsch Nutzlastadapter, sprich dort sitzt oben der Satellit drauf, ist befestigt, wiegt bis zu 1 Tonne und das Bauteil, das den Satellit trägt und alle mechanischen Lasten aushalten muss, wenn es da ordentlich rüttelt beim Start, wiegt gerade mal 18 Kilogramm. Da sieht man, wie leistungsfähig das ist und was mich auch besonders stolz macht, ist, dass wir das Bauteil in einer Rekordzeit von nur 6 Monaten entwickelt hergestellt haben. Natürlich, um ESA Aerospace auch zu ermöglichen, dass sie ihren Zeitplan halten können und möglichst schnell die Rakete abschießen können.
Das war's von mir. Vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank. Damit hast du im Grunde schon auch angesprochen, dass ihr auch untereinander viel zusammenarbeitet, denn Raumfahrt ist ja eigentlich ein wunderschönes Kooperationsprojekt, wo immer ganz viele mitspielen und gemeinsam den Erfolg bringen. Ja, jetzt kommen wir zu unserem letzten Start-up. Da durfte ich übrigens auch die Produktionshalle mit einweihen. Lieber Sven Meyer-Brunswick, lieber Sven, du bist in der Firma Mynaric und dein CEO, der Bülent Altan, den du ja heute vertrittst, der ist richtiger Raumfahrtpionier. Der hat im Grunde schon bei SpaceX, bei dem berühmt-berüchtigten Elon Musk, der wurde von dem angeheuert und war 11 Jahre lang da im Grunde ein ganz wesentlicher Mensch der Entwicklung. Hast du vor dem Ehrfurcht? Ja, Ehrfurcht nicht, würde ich sagen, aber natürlich einen heilen Respekt, was die bei SpaceX damals geleistet haben und immer noch leisten. Die Innovationsgeschwindigkeit ist natürlich unfassbar. Ehrfurcht aber deshalb nicht, weil der Bülent selbst auch ganz nahbar ist. Wir haben uns auf dem Panel ganz ähnlich wie das Format heute tatsächlich kennengelernt vor ein paar Jahren. Und er hat erzählt, wie das damals war bei SpaceX, mit welcher Geschwindigkeit sie Innovationen vorangetrieben haben und wie sie auch flache Strukturen und kurze Entscheidungswege dazu genutzt haben, um schneller zu werden im Endeffekt. Also nicht die Ehrfurcht vor dem großen Ganzen so sehr, sondern sehr nahbare, aber sehr erfahrene natürlich Space Manager. Also Respekt der wegen der Erfahrung, aber ist man in der Raumfahrt, kann man da eigentlich starke Hierarchien brauchen? Ich glaube nicht. Also man braucht starke Entscheidungen, man braucht aber nicht 50 Hierarchieebenen, weil das macht dich langsam. Ja? Und das ist das Problem, was wir weit verteilt in der europäischen Raumfahrt sehen, deswegen stehen wir alle heute hier, weil wir das in Frage stellen im Endeffekt, dass so wie Raumfahrt bisher passiert ist, mit extrem komplexen und hierarchischen Strukturen und langen Entscheidungswegen nicht mehr wettbewerbsfähig international ist. Da müssen wir schneller werden im Endeffekt. Also deswegen heißt ihr ja auch New Space. So ist es. Ja, weil ihr im Grunde sozusagen diese alten, oft Renommierprojekte, sagt ihr, die sind schon gut und wichtig, aber die wurden in steilen Pyramiden und ganz langwierig entwickelt und andere Nationen und Regionen auf der Welt waren viel schneller. Und deswegen seid ihr New Spacer. Also das, als ich das mal vor ein paar Jahren gelernt habe, das ging mir nicht aus dem Kopf. Denn natürlich, wer Innovation macht, der braucht New Space. Ja, jetzt bist du selber ein Photonics-Ingenieur und du hast, ich habe das bei LinkedIn habe ich das gelesen, C3PO, sozusagen wie der goldene Roboter aus dem Film Star Wars. Das ist dein Titel bei der Firma Mynaric. Warum bist du ein goldener Roboter? Naja, das kommt ein Stück weit daher, dass ich vor über 5 Jahren bei der Firma angefangen habe. Wie du gesagt hast, ich komme eigentlich aus dem Ingenieurwesen, hab Laserphysik, Photonik studiert im Endeffekt und dachte mir nach dem Studium, was wäre noch cooler als Laser? Naja, Space Laser, ich habe es auf dem Shirt heute tatsächlich, ja. So kam ich ein Stück weit zum Unternehmen und habe dann eine ganze Reihe von Rollen angenommen über die Jahre, habe mich um die Kommunikation gekümmert, um die Operations, viel Kapitalmarktthemen, weil wir das Unternehmen schon an die Börse gebracht haben vor ein paar Jahren. Und irgendwann war da die Frage, das passt eigentlich in keine normale Box mehr. Wie nennen wir das Ganze denn nun? Und dann sind wir schon auch, weil das einfach eine nette Star Wars-Referenz ist, auf den Titel C3PO gekommen, unter dem ich eigentlich all das machen kann, was ich so mache alltäglich. Und das spiegelt so ein Stück weit auch unsere Kultur wieder, glaube ich. Du wandelst sozusagen durch die gesamte Firma und machst überall dein Ding. So ein bisschen. Ich werde überall dahin geschickt, wo es gerade brennt und dann versuche ich, dass es dann nicht mehr brennt. So, C3PO, das müssen wir uns merken. Das ist ein ganz spannender Titel. Jetzt hat die Welt über euch geschrieben, ein deutscher Zwerg, der alles hat, was alle wollen, nämlich Glasfaser im Himmel. Wie fühlt man sich eigentlich so als Zwerg unter den Goliaths?
Naja, nur die Zwergen werden ja groß über Zeit. SpaceX, bestes Beispiel, glaube ich, hat klein angefangen. Der Bühlen war mit in der ersten Riege der ersten Ingenieure dort. Heute ist es sicherlich das Unternehmen, was die Raumfahrt mehr bestimmt als jedes andere Unternehmen weltweit. Ja? Das heißt, man muss klein anfangen, um mal groß zu werden. Und das spornt auch enorm an. Also gerade die, und ich komme wieder darauf zurück, die verkrusteten Strukturen in Europa zu sehen, ist ein Riesenansporn, als kleiner Zwerg durchzustarten und da was gegen zu machen, weil da noch richtig viel Potenzial auch zu holen ist, gerade für Deutschland auch. Ja, aber dieses Glasfaser im All, so habe ich mir das nämlich auch gemerkt, das ist sozusagen tatsächlich Glasfaser, nur keine Faser, sondern Laserstrahlen. Richtig, also das ist unsere Technologie, das ist das, was wir machen als Unternehmen. Ja. Wir stellen Hochgeschwindigkeitskommunikation per Laser über lange Distanzen zwischen Satelliten dar. Ran an deinen Pitch. Wunderbar. Wir haben es eben auch schon gehört, warum wir das Ganze machen. Über die Hälfte der Weltbevölkerung ist noch nicht am Internet angebunden. Wir haben noch nicht gehört von vielen Anwendungen und Industrien, die noch nicht angebunden sind. Man denkt nur an die Schifffahrt, an die Luftfahrt, an die Landwirtschaft zum Beispiel. Ich habe viele Industrien, die haben von der digitalen Revolution der letzten 30 Jahre eigentlich nichts mitbekommen. Das ist so ein bisschen der Treiber, warum Satellitenkonstellationen, auch das haben wir schon gehört, aufgebaut werden. Und wir sind genau in diesem Markt. Wir stellen das Glasfaserkabel für die Luft, für das Weltall dar, vernetzen Satelliten untereinander mit extrem hohen Datenraten, 10, hunderte Gigabit pro Sekunde von Satellit zu Satellit. Und da geht es um hunderte Satelliten, um eine ganz große Anzahl von Satelliten. Man sieht es hier auf diesem Bild, was natürlich ein szenisches Bild ist, ist eine Illustration, ist kein Foto aus dem Weltall. Aber hier geht es um Netzwerke aus hunderten, tausenden Satelliten, die miteinander vernetzt werden müssen, um dann auch vielleicht der Telekom tatsächlich Konkurrenz zu machen. Oder die Telekom taucht als Kunde auf, auch das ist denkbar. Das ist der Markt, in dem wir uns bewegen. Wie sehen die Produkte aus, mit denen wir das machen? Ungefähr so, damit man sich das vorstellen kann. Das linke Produkt hier, unser Mark II, die zweite Produktgeneration, ist so groß wie eine Schuhschachtel ungefähr. Und von diesem Produkt schnallen wir typischerweise 4 auf unsere Kundensatelliten, damit diese Satelliten dann wiederum ihrerseits zu dem nächsten Satelliten und zu dem links und rechts und hinten dran kommunizieren können und die Daten verteilen können auf die, um die ganze Welt. Ganz ähnlich, wie das heute schon durch Glasfaserkabel passiert, machen wir das im Weltall im Endeffekt und möchten unsere Kunden das im Weltall machen, um neue Kundengruppen zu gewinnen, um Kommunikation wirklich überall hinzubringen und nicht nur dorthin zu bringen, wo ich eine hohe Dichte von Endnutzern habe. Was, und vielleicht noch ganz kurz spreche ich noch zurück, weil es erwähnenswert ist, gerade vor ein paar Wochen haben wir unsere nächste Produktgeneration vorgestellt, hier rechts im Bild, deutlich kleiner, noch leistungsfähiger, noch schneller. Auch da, und das ist allgemein im New Space, wir arbeiten an sehr schnellen Produktzyklen. Wir wollen jedes Jahr die neue Produktgeneration auf den Markt bringen. Das ist im Endeffekt unser Produkt für diesen Markt. Was ist besonders bei Maneric? Besonders ist, dass wir Raumfahrt industriell angehen. Wir denken nicht in einzelnen Stückzahlen, wir denken nicht an eine einzelne Deep Space Mission. Wir sprechen mit Kunden und arbeiten an Anwendungen, die hunderte, tausende, vielleicht sogar zehntausende Satelliten benötigen. Das erfordert auch, dass unsere eigenen Produkte in dieser Größenordnung hergestellt werden können. Das ist etwas, was in der Raumfahrt nie stattgefunden hat. Die Historie der Raumfahrt besteht aus Einzelstücken, vielleicht aus 2, 3, vielleicht ein Dutzend, sondern das ist schon eine extrem große Stückzahl. Wir arbeiten an Produktionsstraßen, die bis zu 2000 im Jahr in unserer ersten Serienproduktion, wo du, Thomas, ja auch bei der Eröffnung mit dabei warst, darstellen können soll. Also das ist ganz, ganz wichtiger Kern bei uns von Maneric, dass wir an der Industrialisierung arbeiten. Was wir hier im Bild sehen, ist tatsächlich die weltweit erste Serienproduktion für Laserkommunikationsgeräte. Das gibt es so nirgendwo anders auf der Welt, nur in Deutschland und nur hier bei uns im Maneric aktuell. Da noch ein Gedanke, was uns, denke ich, auch ausmacht und was auch ganz ähnlich ist wie die anderen Unternehmen hier, wir wachsen unheimlich stark. Der New Space-Bereich ist im enormen Wachstum aktuell. Wir stellen enorm viele Mitarbeiter ein, jeden Monat. Wir sind über 220 mittlerweile. Jeden Monat kommen neue dazu. Von daher, auch wenn unter den Zuschauern interessierte Ingenieure sind oder auch andere Profile, wir stellen die ganze Zeit ein und freuen uns sehr über Bewerbungen. Soweit von unserer Seite. Ja, wunderbar. Danke für deinen Pitch. Jetzt frage ich dich auch nochmal, Daniel, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr?
Wir sind jetzt knapp 200 Meter weiter. Auch so ungefähr? Ernst? Ja, wir sind hier am Standort 50 und ich merke gerade, wir sind hier in Konkurrenz. Also wir suchen auch Leute, ja. Also auch eine Assistentin suchen wir, ja. Diskussion kommt nachher. Wie viel seid ihr? Wir sind aktuell 28. So, und jetzt, das waren jetzt sozusagen die alten Hasen der Raumfahrt. Wobei die ja zum Teil noch recht junge Gesichter haben. Jetzt öffne ich und wir haben natürlich hier keine alten Hasen, sondern junge Neugierige. Die sind nicht alle raumfahrtbegeistert. Manche sind Techies, aber zum Teil auch wirklich nur interessiert und manche auch Enthusiasten. Ja, liebe Viktoria Juskevicius, das habe ich jetzt richtig gemacht. Ja, liebe Viktoria, wer bist du und warum interessierst du dich für Raumfahrt? Ja, ich bin die Viktoria. Ich bin tatsächlich, ich bin beruflich gesehen nicht in der Raumfahrt, habe wenig mit der Raumfahrt beruflich gesehen am Hut. Ich bin Mediaberaterin, habe mich aber schon immer für das Thema Luft- und Raumfahrt interessiert. Ich reise sehr gerne, also auch Luftfahrt interessiert mich sehr, aber auch natürlich irgendwie Raumfahrt. Und ich freue mich einfach, heute mal da zu sein und mich mit den Experten austauschen zu können. Was führt zu deiner Neugierde? Die Faszination der Weite. Die Faszination der Weite. Ja, und der Unendlichkeit. Da reden die da von 20.000 Kilometer und 1,6 Millionen ja. Kilometer. Und ich finde es super spannend. Also ich finde einfach die Weite, das alles spannend, nicht zu wissen, was auch noch alles da draußen ist. Die Tatsache, dass wir immer noch Planeten entdecken und wir auch nicht wissen, ob es noch anderes Leben da draußen gibt. Ich finde einfach die Weite und dass wir tatsächlich auch wir als Menschen nicht alles wissen. Und vielleicht auch nie wissen werden. Wie müsste die Kultur eines Raumfahrtunternehmens beschaffen sein, dass du dir ernsthaft überlegen würdest, aus deiner Mediaberatung sozusagen vielleicht auch mal in so ein Hightech-Unternehmen zu gehen? Ich glaube, am wichtigsten ist einfach, dass man Entwicklungsmöglichkeiten hat, dass man an spannenden, kreativen und innovativen Projekten mitarbeiten darf. Und dass man einfach ein nettes Arbeitsumfeld hat, in dem man sich auch wohlfühlt und wo man auch ab und zu mal Spaß haben kann. Das können wir nachher checken. Sehr ja. gerne. Also wir sind hier keine Berufsmesse, das ist nicht das Thema. Aber wir wollen diesen alten Hasen doch ein bisschen unter die Kultur, wollen wir doch checken. Ja, liebe Isabel Pitz, liebe Isabel, du hast ja bereits ein Praktikum gemacht bei der Firma Mynaric. Also genau, du hast ja. das mal erlebt selber. Ja. Wieso bist du da hingegangen? Genau, also ich studiere gerade Master Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Berlin, aber also nicht in München. Ja, es gibt zum Glück ja gute Universitäten außerhalb der TU München. Ja, genau, also ich bin quasi vom Fach. Und ich wollte schon seit der Schule eigentlich an Satelliten arbeiten. Ich finde es total spannend, auch so wie du, diese Weite und dass ich mir vorstellen kann, dass das, was ich gebaut habe, irgendwie im All rumfliegt. Und also ich fand es total spannend. Und genau, deswegen habe ich auf jeden Fall nach Satelliten, also nach Unternehmen gesucht, die Satellitentechnik herstellen und dass ich da. Und ich bin dann eben auf Mynaric gekommen und das ist ja so ein kleiner Laden gewesen, da am Flughafen in Oberpfaffenhofen. Ja, witzigerweise hat ein Freund von mir über Ecken die Firma gekannt und meinte so, ja, du machst doch irgendwie was mit Raumfahrt. Das interessiert dich bestimmt. Ja. Und genau, dann habe ich es mir angeguckt. Und also was ich halt total spannend fand, war, dass ich habe in meiner Bachelorarbeit ein bisschen mit Antennen gearbeitet, nicht viel. Und ich habe damals irgendwie Bücher von 1961 als meine Quellen benutzt und sowas. Und dann dachte ich, okay, das möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte jetzt was Neues machen und was Spannendes. Und dann habe ich eben die Firma gesehen und das war so eine neue Idee. Ich hatte noch nie irgendwie davor in dem Master davon gehört und das fand ich total, ja, das fand ich einfach spannend. Ich meine, eine Firma, die etwas für die weiten Räume macht, die muss ja selber auch ein Stück weiter Raum sein. Ja, ja. War es das? Bei meinem Praktikum? Ja. Auf jeden Fall. Also ich war sehr positiv überrascht. Es waren sehr flache Hierarchien, aber auch gleichzeitig. Also irgendwie, man macht ja viel im Studium und kriegt viel mit und irgendwie ganz viele Fächer. Und man denkt immer so, okay, brauche ich das eigentlich alles? Und ich habe das Gefühl, eben, wenn man an Satelliten baut, man braucht wirklich alles. Man braucht irgendwie von jedem ein kleines Stück. Und was ich bei Mynaric so toll fand, war, dass
ich während dem Projekt irgendwie mit dem Thermodynamiker und mit der Aerodynamikerin für die Luftbauteile die ganze Zeit irgendwie mit denen diskutieren musste und Lösung finden. Und deswegen waren die flachen Hierarchien einfach, das war perfekt, weil dann man merkt einfach, dass die Leute alle vorankommen wollen und dass sie sich nicht irgendwie aufhalten wollen mit langen Entscheidungen und dass alle auch total dabei sind irgendwie. Also ich habe das Gefühl, in der Raumfahrt... Lass mich noch eine Frage stellen. Ja. Jetzt sind es ja vier Männer, ne? Und da könnte man ja fast die Meinung haben, das sei eine männerdominierte Branche. Ja. Wie ist es denn da bei Mineric? Auf jeden Fall männerdominiert, da gibt's... Es ist wirklich so und ich weiß jetzt nicht die genauen... Ist der Respekt da oder ist er nicht da? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte natürlich, bevor ich das Studium angefangen habe, so ein bisschen Sorge, oder nicht Sorge, aber Respekt davor, dass ich mich vielleicht ein bisschen durchboxen muss und dass man auch ein bisschen auffällt wie ein bunter Hund als eine der wenigen Frauen. Aber auf jeden Fall, also wir sind total in einer Phase gerade, wo das sehr willkommen geheißen wird, dass Frauen in der Raumfahrt sind. In 10 Jahren? In 10 Jahren? Ja. Immer noch auf jeden Fall in der Raumfahrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich daran die Lust verliere. Genau. Lust auf Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Dann gehe ich mal darüber zu unseren beiden anderen jungen Gästen. Ja, herzlich willkommen, liebe Rebecca. Hallo Thomas. Müller zur Linden. Ja. Du bist auch eine Raumfahrtbegeisterte, oder? Ja, total. Ja, woher kommt das? Deine Kollegin drüben, die hat da mal so, die guckt da mal interessiert hin und du sagst, du bist raumfahrtbegeistert. Ja, bei mir hat es eigentlich tatsächlich schon in ganz, ganz jungen Jahren angefangen. Mein Papa hat mich, als ich Kleinkind war, mit in Sternwarten genommen und ich habe es einfach geliebt, da zu sitzen und in den Himmel zu schauen und mir die Vorträge anzuhören, die man da hört. Und ich fand es einfach schon von klein auf ein ganz, ganz faszinierendes Thema, das Universum und alles, was da so gibt. Genau. Und was machst du beruflich? Ich studiere Material Sciences an der Uni in Augsburg. Also sozusagen die Werkstoffkundler. Genau, so in die Richtung Werkstoffkunde. Aha. Was fasziniert dich an der Werkstoffkunde? Naja, also zu wissen und zu verstehen, wie funktionieren eigentlich unsere Materialien? Also wie sind zum Beispiel Metalle aufgebaut oder warum ist ein Glas und nicht ein Holz? Also so Themen sind einfach total spannend zu verstehen. Was passiert da auf atomischer, kleinster Ebene, dass das Material so ist, wie es ist und dass es die tollen Eigenschaften mit sich bringt? Und was kann ich an den Eigenschaften ändern, um das Material zum Beispiel noch besser zu machen? Genau. Kannst du dir vorstellen, mal mit solchen Raumfahrtunternehmen zusammen zu sein? Ja, natürlich. Ich meine, das Feld ist ja eigentlich wie dafür geschaffen. Da hast du ja als Naturwissenschaftler oder Ingenieur einen totalen kreativen Freiraum. Es ist ein total neues Themengebiet, wo man quasi eintauchen kann und wirklich sich ausleben kann und ganz viele neue Sachen finden kann und erforschen darf. Als du begonnen hast zu studieren, da hätte man ja fast denken können, man muss nach Luxemburg gehen für die Raumfahrt oder in die USA, oder? Ja, das stimmt. Also was tatsächlich so ist und was ich sehr schade finde, ist, dass man, naja, vielleicht in den Kreisen sich doch kennt, aber nach außen das nicht unbedingt so mitbekommt, dass wir da eigentlich so eine unfassbar tolle und neue, junge Industrie haben, die ja eigentlich genau das sucht, was wir sind. Junge, motivierte, engagierte Studenten, die da Lust drauf haben. Also das erinnert mich an meine alten Zeiten in der Raumfahrt. Das waren alles ältere Herren. Ja, also da ist schon mal ein ganz anderer Spirit. Ja, wie geht's dir, Felix? Firidus. Genau, Firidus. Ja. Also ich bin echt froh, dass ich hier dabei bin. Es ist mega spannend, auch richtig coole Vorträge auch gehört. Und, hast du alles verstanden? Ja, doch. Also ich habe auf jeden Fall verstanden, für was alles benutzt wird. Okay. Genau. Und würdest du dich als Raumfahrtinteressierten oder Raumfahrtbegeisterten oder Raumfahrtskeptiker sehen? Ja, auf jeden Fall Raumfahrtbegeisterter. Also ich habe mich... seitdem ich 16 bin, fasziniert mich das Thema schon. Also ich habe da in der Zeitung gelesen über die ganzen neuen Anwendungen, was es gibt zum Beispiel mit, dass man jetzt das Internet also per Satellit auch übertragen kann oder auch Weltraumtourismus. Es ist einfach mega spannend, wie viel passiert und einfach wie dynamisch die Branche ist. Und das fasziniert mich irgendwie daran.
Das ist eine komplett neue Industrie. Als du jetzt die vier Unternehmer, Gründer gehört hast, welche Aussage ist dir am stärksten hängen geblieben? Also ich fand den Vortrag mit den Glasfaser also interessant, also einfach spannend, also dass man das dann oben verlegt und wie viel Potenzial es ist, dass so wenige Unternehmen eigentlich insgesamt vom Internet profitieren, weil sie nicht angeschlossen sind und was man überlegen kann, was passiert, wenn man eigentlich dann wirklich weltweit eine gute Internetverbindung hat und wie weit es uns nach vorne bewegen kann. Deine Kommilitoninnen und Kommilitonen, denn du bist ja ein Braumeister. Genau. In Weihenstephan, ne? Genau. Oder? Ja, da studierst du das. Also das ist ja ein bisschen weit weg von der Raumfahrt, oder? Ja, das ist sehr weit weg. Genau, aber es ist, also wie schon gesagt, mich in der Freizeit. Das ist einfach ein spannendes Thema. Ich habe einfach Bock drauf. Interessieren sich da deine Kommilitonen für sowas? Ich glaube schon. Also ich glaube insgesamt schon, dass es viele Leute gibt, die eigentlich Interesse daran haben und einfach sehen, was passiert und was noch passieren kann. Aber was müsste man tun, damit in Deutschland mehr so eine Welle an Hurra für tolle Erfolge durchs Land ginge? Das ist eine gute Frage. Man muss durch einfach ein bisschen öffentlichkeitswirksamer die ganzen kleinen Erfolge oder das, was schon erreicht wurde, auch mal kommunizieren. Weil man hört eigentlich viel von SpaceX in den USA. Wenn man halt eigentlich hört, was wir auch selber im Land haben, glaubt, das kann auch viele Leute begeistern, auch selber sich zu engagieren oder auch selber zu gründen. Und genau. Wunderbar, ganz lieben Dank. So, und jetzt haben wir einen Überraschungsgast. Hallo, liebe Hallo. Claudia Kessler, herzlich willkommen. Erzähl mal unserem Publikum, wer du bist und was du machst. Ja, also Claudia Kessler, ich bin Raumfahrtingenieurin, habe mit einem der Herren auf jeden Fall zusammen studiert, auch an der TU München, ja. Aber schon vor ganz langer Zeit, war damals eine von den wenigen Frauen oder fast die einzige in der Raumfahrttechnik und bin, Raumfahrtvisionärin, Raumfahrtbegeisterte und setze mich dafür ein, dass wir nach 11 deutschen Männern endlich die erste deutsche Frau ins All bringen. Ja, du hast ja dazu ja auch ein Start-up gegründet und dieses Thema Raumfahrt, seit wann begeistert dich das und wie wurde die Begeisterung geweckt? Ja, ich bin ja noch Generation Mond, das heißt, ich war 4 Jahre alt, als ich die Mondlandung im Fernsehen gesehen habe und seitdem war für mich klar, da will ich auch mal hin. Ich will selber Astronautin werden und ich habe mein Leben lang in der astronautischen Raumfahrt gearbeitet, in verschiedenen Bereichen als Ingenieurin und später als Managerin. Und jetzt bringen wir mit unserem Start-up, mit der Astronautin GmbH, das Astronautin-Training nach draußen. Wir haben es ja gehört, die haben alle Mitarbeiter, die suchen alle Mitarbeiter, die müssen die alle motivieren, die müssen die alle am Ball halten, die müssen die jungen Leute reinholen und wir machen Raumfahrt für die breite Masse, wir machen Raumfahrt fürs Training, für warum Manager-Training. Warum warst du selber noch nicht, warum hast du dich noch nicht als Astronautin beworben? Ja, ich war leider immer zur falschen Zeit im falschen Alter. Nein. Ich wollte mich während dem Studium bewerben. Ja. Da war die Auswahl für die D2-Mission, da war ich zu jung. Da habe ich damals einen Brief an den Forschungsminister Riesenhuber geschrieben. Aha, die Antwort habe ich immer noch daheim liegen. Der hat gesagt, warten Sie, nehmen Sie sich Geduld, es wird schon irgendwann kommen. Aha. Die nächste der Riesenhuber Auswahl, war ja eigentlich kein schlechter gewesen. Nee, der war ein sehr guter Forschungsminister. Ja. Ja. Die nächste Auswahl war dann tatsächlich bei der ESA erst 2009. Ui. Dazwischen wurden immer Nachrücker-Astronauten rekrutiert aus dieser 1980er. Also da gibt es ja ganze Generationen sozusagen. Ja, genau, die danach gerückt sind. Und dann bei der ESA 2009 war ich zu alt. Da war das Mindestalter 37. Und jetzt läuft gerade die neue ESA-Auswahl. Und die haben das Maximalalter auf 50 hochgesetzt. Und ich bin wieder zu alt. Ah, aber du hast ja im Grunde, und deswegen freue ich mich ganz besonders, du hast ja hier Space Girl stehen. Du möchtest nicht, dass die Raumfahrt weiblich wird, sondern dass die Raumfahrt weiblicher wird. Ja, genau. Was mir wichtig ist und was wir natürlich auch mit der Astronautin vorantreiben, ist, wir wollen nicht nur die erste deutsche Frau ins All bringen, sondern Frauen empowern, Frauen stark machen in ihrer Karriere, gerade wenn sie oft die einzige Frau in Männerteams sind, was ja oft noch so in der Raumfahrtindustrie der Fall ist und insgesamt mehr Frauen
in die Raumfahrt bringen, um da ja einfach mehr Diversity reinzubringen, was ja in allen Bereichen immer zu kreativeren Teams führt. Ein richtig löbliches Unterfangen. Du weißt, dass du mich da an meiner Seite hast. Und schön, dass wir dich heute als Überraschungsgast begrüßen dürfen. Vielen Dank. Ja, meine lieben Freunde, jetzt habt ihr mal so ein Spektrum erlebt von Gründern, von jungen Frauen und jungen Männern, von Claudia Kessler, die im Grunde das Thema Astronautenausbildung wirklich vorantreibt. Ja, jetzt ringfrei für 20, 30 Minuten doch eine muntere Diskussion oder ein Gespräch zu diesem Thema. Ich tue natürlich jetzt naturgemäß, nachdem ihr hier schon alle in der Bütt wart und hier die Firma vorgestellt habt, einfach die Frage an die Zuhörenden: Was geht euch da durch den Kopf? Was möchtet ihr wissen? Und von wem? Also was ich sehr spannend fand oder was mich auch beruhigt hat in dem Sinn, ist, dass auf jeden Fall das Thema Weltraummüll angesprochen wurde und dass es Technologien gibt, um den Weltraummüll zu beseitigen. Und ich kannte jetzt noch nicht genau die Technologie, aber es natürlich als junge Person weiß man, dass später ist der Weltraum ganz schön voll mit verschiedenen Satelliten, alle möglichen noch von früher Raketenteilen. Und gerade für mich als junge Ingenieurin ist es natürlich ein Thema, was mich beschäftigt. Ich weiß, dass später die Raumfahrt sehr davon geprägt sein wird, alles wieder aufzuräumen. So. Und ja, deswegen einfach grundsätzlich so die Frage, natürlich von dir weiß ich schon, was ihr für die für den Weltraummüll tut, aber einfach würde mich einfach interessieren, was eure Meinung dazu ist. Oder also diese ganze Frage, wie man mit Weltraumschrott umgeht, oder? Genau, ja. Und Mit der Vermüllung des Weltraums. Mit der Vermüllung des Weltraums. Oder auch den ganzen Risiken, die dort für ein Ökosystem da sind. Genau, und so im nächsten Schritt dann, gerade wenn man Raketen anspricht und Materialien, einfach die Nachhaltigkeit. Also wenn wir jetzt SpaceX sehen, die kommen wieder runter, das kann man wieder benutzen. Und genau, das ist ja total wichtig und spannend. Geht die Frage an jemanden speziell oder an alle? Eigentlich nicht. Eigentlich gerne sich melden. Ja, dann würde ich gerne mal den Raketenbauer Daniel fragen. Sehr gerne. Es ist Space Debris und Weltraumschrott ist tatsächlich ein super, super wichtiges Thema. Vor allem, weil man das quasi eigentlich nur einmal die Chance hat, es zu lösen. Wenn einmal ein gewisses Limit überschritten wird, dann ist es zu spät. Und genau wie mit dem Klima auf der Erde müssen wir da quasi jetzt was dafür machen. Bei uns auf der Trägerseite ist es so, dass kein einziges Bauteil im Orbit zurückbleibt. Das heißt, wenn die Rakete den Satelliten bei 28.000 km/h im Orbit aussetzt und langsam von sich trennt, dreht sich die Rakete einmal um 180 Grad. Wir feuern das Triebwerk in die andere Richtung, um es abzubremsen. Und danach kommt die Oberstufe quasi wieder in die Atmosphäre. Das heißt, von unserer Rakete bleibt letztlich im Orbit nichts zurück. Du hast auch schon richtig die Wiederverwendbarkeit der Raketen angesprochen. Wir entwickeln mittlerweile Europas größte privat finanzierte Trägerrakete und wir sind auch in einer Größenordnung mittlerweile, wo auch die Wiederverwendbarkeit schon tatsächlich Sinn macht, sowohl technologisch als auch wirtschaftlich. Und das ist natürlich ein Thema, an dem wir arbeiten. Die allererste Rakete... Kriegt ihr es hin? Ja, absolut. Wir haben hier die besten Talente. Die allererste Rakete wird es nicht haben, aber die Version 2 sicherlich. Ja, wunderbar. Ernst, du wolltest... Du hast ja schon mal was gesagt, aber... Ich musste natürlich was dazu sagen und es ist ja auch ein sehr fröhlicher Abend heute, ja, aber trotzdem muss man schon mal auch ernste Worte sagen. Und es ist interessant, ja, dass die erste Frage von den jungen Menschen kommt, denn die momentan Regularien gemacht haben, sind alle über 50 so ungefähr. Wir haben momentan eine Regularie, dass erst nach 25 Jahren, nachdem ein Satellit tot ist, muss das Ding verschwinden aus dem niedrigen Erdorbit. 25 Jahre. Diese Regularie wurde gemacht. Naja, da gab es halt mal ein paar Satelliten und so weiter. Jetzt werden Zehntausende hochgeschickt. Das ist gut, dass so viel hochgeschickt werden. Ja, wir wollen die Konnektivität haben. Wir sehen ja die Leute. Ja, aber die müssen runter. Und ich frage mich auch, warum die Weltpolitik, ja, muss ich das Wort schon in den Mund nehmen, nicht aufwacht und sagt, wir brauchen andere Regularien. Wir brauchen 3 bis 5 Jahre, dann müssen die Satelliten weg. Das ist kein Thema momentan. Ein globales Thema oder ist es auch ein deutsches Thema? Deutschland ist ja schon ein Staat, der sehr,
sehr stark mit gutem Vorbild vorangeht. Schon immer. Und wenn Deutschland etwas macht, dann schauen die anderen Staaten schon drauf. Natürlich muss Amerika mitziehen, aber es muss von der Politik mit den anderen Staaten geredet werden und gesagt werden, wir alle müssen da an einem Strang ziehen. Sven? Aber was, ich stimme absolut zu, sehe da aber auch viel tatsächlich Potenzial, weil die jungen Unternehmen, die wir hier stehen im Endeffekt, ja proaktiv, obwohl die Regularien nicht so sind, wie sie eigentlich sein müssten, trotzdem in die Verantwortung gehen und uns darüber Gedanken machen. Also ihr macht die Orbitsegel, ihr macht Raketen, die schnell wieder auch verglühen oder auf den Boden runterkommen. Ja. Wir unsererseits sorgen dafür, dass, wir können jetzt durch unsere Laser nicht dafür sorgen, dass der Satellit schneller wieder runterkommt, aber wir sorgen dafür, dass unser Gerät komplett verglüht in der Atmosphäre. Verglüht. Dass wir also nicht zehntausende kleine oder Keramikteleskope haben, die auf die Erde runterregnen und ein Haus kaputt machen oder Schlimmeres, sondern das verglüht komplett. Also da steckt bei uns und bei vielen Unternehmen in dieser Branche, glaube ich, ein bisschen in der DNA, dass wir uns allen bewusst ist, dass wir uns um dieses Problem kümmern müssen, damit es kein Riesenproblem wird, kein Roadblock. Mhm. Dann muss ich, Raphael, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr da auch wie am Thema dran oder? Aktiv bis jetzt noch nicht. Mal schauen, was noch kommt. Meine Perspektive ist eher so, dass so eine De-Orbit-Technologie oder so ein Verschrottungsmechanismus, wie auch immer man es nennen möchte, ist ja am Ende auch eine gewisse Kostenfrage. Wenn mein Satellit, wenn jedes Kilo 10.000 Euro kostet, das hochzuschicken, dann überlege ich es mir schon zweimal, ob ich sowas mitnehmen. Wenn das Kilo nur 10 Euro kostet, ja klar, macht das De-Orbit-Segel drauf, dann ist wunderbar. Deswegen finde ich, ist einer der Hauptaspekte wirklich an der kostengünstigen Raumfahrt zu arbeiten, weil dann ist es fast trivial, dass man auch De-Orbit-Technologie mit drauf baut. Haben dich die vier Antworten jetzt beruhigt? Ja, schon. Also zumindest. Wieso? Weil man weiß, dass sich da sehr starke Gedanken drüber gemacht werden. Und dass es nicht nur ein Thema ist, das irgendwie mal so nebenbei angesprochen wird oder ein bisschen berücksichtigt wird, sondern dass da wirklich sehr viel dahinter steckt, dass ganze Konstruktionen anders gestaltet werden, nur um der Nachhaltigkeit gerecht zu werden und da Platz zu schaffen. Also ich bin beruhigt, aber es muss auf jeden Fall so bleiben, dass ich auch beruhigt bleibe. Also. Aber es heißt ja im Grunde auch, wenn man Gründungen auf so einen Feldern macht, dass man das Thema Nachhaltigkeit und Planet und Weltall immer mitdenken muss. Unbedingt. Es ist ja auch, also man schaut sich jetzt die Welt an und sieht, da muss jetzt einiges aufgeräumt werden und es darf einfach nicht dazu kommen, dass wir im Nachhinein erst merken, was für eine große Auswirkung es haben kann, sondern davor schon anfangen und so auch planen. Also, ja. Schön. Gibt es bei euch Fragen? Ja, also ich hätte eine Frage. Also ich finde erst super, dass du die Frage gestellt hast, weil das hätte ich ja nicht auch als erste Frage gestellt. genau, deswegen komme ich zu meiner zweiten. Das ist jetzt eher vielleicht ein bisschen eine andere Richtung. Und zwar, also mich fasziniert die ISS als Konzept mega. Und man sieht ja jetzt halt auch zum Beispiel, dass die Chinesen jetzt ihr eigenes Modul aufbauen wollen. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil Raumfahrt sollte ja partnerschaftlich sein und friedlich. Und es stellt sich halt irgendwann mal die Frage, ob man von der ISS mal weggehen soll und vielleicht irgendwie eine Mondbasis macht. Das habe ich immer wieder mal gelesen und ich finde das Konzept richtig cool, weil das ist, glaube ich, der erste Schritt auch zum Beispiel zu einer Kolonialisierung, zum Beispiel vom Mars oder halt eine Siedlung. Also natürlich ist Zukunftsmusik, aber was ist generell so die Meinung? Macht sowas Sinn, auch vielleicht von der Wissenschaft her, oder ist eher so eine ISS immer noch ein besseres Forschungsgebiet? Und ist es auch machbar überhaupt in der Zukunft? Und wie lange wird es dauern? Einfach so generell Fragen. Und es wäre einfach an die Runde einfach. Die Frage ist dir auf den Leib geschnitten. Ja, ja, da antworte ich gerne. Die Claudia sicherlich dann auch. Ja. Ich weiß, es sind sehr viele auch Nicht-Raumfahrer, die jetzt sicherlich zuhören. Und manche werden sagen, warum müssen wir Menschen in den Weltraum schießen? Wir haben ja verschiedene Firmen, verschiedene Konzepte. Es gibt kommerzielle Geschichten, Fernsehsatelliten und so weiter. Aber ein kleiner Teil ist auch die astronautische Raumfahrt. Und die müssen wir rein aus Spirit her, meines Erachtens, bin ich voll der Überzeugung, weitermachen. ISS war jetzt klasse. Ja, und auch Deutschland beteiligt sich an der neuen Mondstation, die um den Mond kreist. Das ist eine amerikanisch-europäische Kooperation. Und da dürfen auch deutsche KMU, kleine, mittlere Unternehmen, mitmachen. Und wir jetzt, zufällig die Frage, finde ich gut, wir dürfen zum Beispiel Antennen machen. Die Daten von dieser
Mondstation geht runter. Und das öffnet den Geist meines Erachtens. Den Bruchteil, der das kostet für uns im Vergleich zu den ganzen Kosten eines Staates, ist sehr gering. Und auch sowas macht Lust auf Raumfahrt. In der deutschen Gesellschaft ist man ja gern, warum braucht man das und so weiter. Lasst uns das doch, und Thomas, du wirst es sicherlich machen, ja? Lasst uns sagen, schaut mal her, was wir Tolles machen. Wir fliegen auch um den Mond. Claudia, du, ja, also, du bist ja direkt berührt von diesem, von Raumfahrtstationen. Na, ich meine, es gibt ja auch viel Debatte, muss der Mensch eigentlich da oben rumvorwerkeln oder kann man das nicht alles anders machen? Ja, also ich bin überzeugt davon, dass wir weiter Astronauten brauchen und Astronautinnen natürlich vor allem. 560 Menschen waren bisher im All. Was schätzt du, wie viele Frauen? Oh, das ist eine gute Frage. Also jetzt einfach mal eine Schätzung, vielleicht 10? Zum Glück ein bisschen mehr, also 10%. Das ist so ungefähr das, was im Augenblick auch Luft- und Raumfahrt studiert, habe ich gehört. Also 60 Frauen von 560 Menschen, die im All waren. Wir wollen natürlich insgesamt den Frauenanteil erhöhen. Deswegen freut mich besonders, dass die NASA nämlich die erste Frau auf den Mond fliegen will, 2024 schon. Ja, aber es geht nicht um die Frauen, sondern nein, es geht um die astronautische Raumfahrt. Des Menschen im genau. Weltall. Es geht um die Frage des Menschen im All und da bin ich ganz beim Ernst. Wir brauchen einfach Menschen, die uns diese Faszination vermitteln. Ja? Das ist dieser Overview-Effekt. Wir können uns das natürlich vorstellen als Raumfahrtfans hier unten auch auf der Erde, dass wir Teil des Universums sind. Wenn du die Schwerkraft spürst und sagst, okay, dieser blöde Planet hält mich immer fest und ich brauche so eine wahnsinnig große Trägerrakete, um endlich da rauszukommen. Und was wir wollen als Raumfahrer ist ja einmal diesen Blick von außen auf die Erde werfen. Ich glaube, das teilen alle Raumfahrer hier mit mir. Das ist das, wovon wir träumen, einmal da draußen zu sein und diesen kleinen blauen Planeten zu sehen. Und das ist das, was uns fasziniert. Und das ist natürlich das, was auch schon mit der Mondmission passiert ist. Dadurch sind die ersten Umweltbewegungen in Gang gekommen. Ja, dadurch hat man überhaupt das Bewusstsein gekriegt, hey, wir müssen unseren kleinen blauen Planeten schützen. Unsere Atmosphäre ist hauchdünn und wir müssen darauf aufpassen, auf unser Klima, auf unsere Umwelt. Und dazu brauchen wir die Astronauten, dazu brauchen wir auch Menschen, die da rausgehen. Und wir brauchen auf der anderen Seite natürlich Menschen, die da rausgehen, die Visionäre sind, die auf den Mond wollen, die auch auf den Mars wollen, wie Elon Musk, um die Menschheit weiterzuentwickeln, um einfach ja, unsere Neugier voranzubringen. Die Menschheit weiter, wenn man auf dem Mars eine menschliche Kolonie macht? Auf jeden Fall. Also ich würde es ungern Kolonie nennen, weil kolonialisieren ja, wirklich was Schwieriges hat, aber eine Besiedelung ja, weil du hast natürlich, ich meine, Reisen entwickelt ja die Menschheit schon weiter. Da glaube ich, sind wir uns alle einig. Du kommst weiter, wenn du reist, als wenn du daheim in deinem Dorf bleibst. Und genauso ist es natürlich mit Weltraumreisen. Je mehr Menschen, und deswegen bin ich auch ein großer Fan von dem Weltraumtourismus, den wir noch lange nicht haben. Wir haben jetzt einzelne Menschen und heute Nacht startet gerade eine kommerzielle Mission mit SpaceX, die total spannend ist. Aber je mehr Menschen da draußen sind und dieses Abenteuer erleben können und da natürlich ganz neue Horizonte, unser Hirn auch weiten können, unser Denken weiten können, umso weiter bringt uns das als Menschheit insgesamt. Überzeugt? Auf jeden Fall, aber noch eine kurze Nachfrage, so eine physische so Art wie jetzt, also ein Haus, also wirklich eine Kolonie auf der Oberfläche, ist das sinnvoll oder auch in der nahen Zukunft auch denkbar oder da brauchen wir noch mehrere Jahre dafür? Ja, also wie gesagt, die Mondmission ist in der Arbeit. Okay. 2024 soll die Gateway-Station anfangen. Also vielleicht wird es 26 oder 28, ja, weil ein bisschen mehr Zeit braucht man oft aus den Sicherheitsgründen. Aber Orion, der erste Launch dazu, ohne Crew, ohne Astronauten, wird nächstes Jahr stattfinden. Und zum Teil ist die Orion ja auch in Deutschland gebaut worden. Und dann der NASA-Plan steht, also für den Mond, das ist ganz klar. Der Low Earth Orbit, also Raumstation, wird kommerziell werden, wird von Raumfahrtfirmen übernommen werden. In den USA gibt es die ersten Firmen, die Weltraumhotels in Anführungszeichen entwickeln im Low Earth Orbit. Und die Agenturen werden weiter rausgehen, die werden zum Mond. Und Elon Musk will noch in seiner Lebenszeit auf dem Mars landen. Und ich meine, dem traut man viel zu. Also da ist viel, was am Kommen ist in den nächsten Jahren. Super, danke. Frage, geht die Frage in die gleiche Richtung?
Von dir? Ach so, ja, ich hatte tatsächlich noch eine Frage an den Ernst. Du hast nämlich vorhin oder an euch alle Regulierungen angesprochen. Wie ist denn das? Das All ist ja jetzt anders als ein Land, kein Ort, an dem ein Staat quasi einfach mal Regulierungen machen kann. Gibt es eine internationale Gemeinschaft, die hier Regulierungen vorgibt oder machen das die Staaten aktuell alleine? Oder wünscht ihr euch hier, dass mehr gemeinschaftlich zusammengearbeitet wird, gerade wenn es auch darum geht, eben nachhaltig zu arbeiten und den Weltraum nicht zu verschmutzen? Ich glaube, dass das vielleicht doch unterschiedlich auch gehandhabt wird. Wie sieht es aus? Das ist eine Frage, glaube ich, da kann jeder kurz antworten. Ja. Ernst, wenn du... Ja, natürlich gibt es weltweite Gruppen, die darüber diskutieren. Ja, jetzt sehen wir Amerika, die den Vorstoß machen, privatwirtschaftlich, wir schießen eins nach dem anderen hoch. Da hat jetzt Europa nicht zu sagen, nein, du darfst es nicht. Die machen es einfach. Die machen es. China, die machen es einfach. Und hier sehe ich den dringenden Bedarf, einen Fokus drauf zu legen von der Politik, auch aus Europa raus, aus Europa, ja. Deutschland allein kann das nicht machen, aber Europa muss es machen. Wenn Deutschland einen großen Fokus drauf legt, dann muss man reden miteinander. Das kann man nur gemeinsam machen. Das ist so ähnlich wie Klimaschutz. Wenn jetzt nur Deutschland Klimaschutz macht, nur wir, dann hilft das auch nichts. Genauso noch eins größer ist das Weltraum. Und das ist dringender Bedarf, sonst geht das auch irgendwann schief. Ja. Ich frage mal die anderen. Wie seht ihr das, Jens? Sven. Sven, sorry. Ich glaube, wir brauchen ein Stück weit einen privatwirtschaftlichen Ansatz auch tatsächlich. Wir sehen es mit der Klimapolitik, dass wir in Deutschland CO2-Emissionszertifikate handeln haben. Die kann ich einkaufen, wenn ich viele Emissionen habe, oder muss ich einkaufen, wenn ich viele Emissionen habe. Ich glaube, ein ähnliches System könnte ich mir im Weltall vorstellen, wo vielleicht besteuert wird, jedes einzelne Kilogramm, was ich in Orbit bringe, wo wiederum andere Unternehmen incentiviert werden können, diese Masse wieder aus dem Orbit heraus zu befördern, meinetwegen. Also sowas wie eine Weltraummüllabfuhr. Ich glaube, da sind wir gut bedient als Menschheit, uns dem Erfindergeist und dem Unternehmertum von Unternehmen zu bedienen, statt versuchen, das staatlich zu regulieren. Das geht in den meisten Fällen schief und sorgt dafür, dass es vor allem sehr ineffizient stattfindet. Also ich hoffe auf die richtige... Dass mein Herz da durchaus jetzt bubbert, aber ich kommentiere es nicht. Wie sieht es bei dir aus? Also das Weltall ist heute ja quasi zu sehen wie eigentlich internationales Gewässer. Das heißt, es gibt ja nicht ein einziges Land, was jetzt spezifisch für einen gewissen Teil des Orbits oder des Weltalls zuständig ist. Insofern ist man immer auf die Kooperation letztlich angewiesen. Insofern ist es auch super wichtig, dass wenn man zum Beispiel Themen wie Space Debris und Weltraummüll adressiert, dass man auch immer alle Staaten gemeinsam mit reinnimmt, weil es nichts bringt, wenn 50% der Staaten auf der Welt sich darum kümmern und 50% überhaupt nicht. Was super wichtig ist, ist, dass man auf der anderen Seite aber nicht nur Verbote setzt und sagt, ihr dürft das, das und das nicht machen, weil das natürlich auf der anderen Seite gleich innovationshemmend wirkt. Aber auf der anderen Seite kann man Anreize schaffen. Wie kann ich durch Regularien zum Beispiel privatwirtschaftliche Anreize auch setzen, dass genau sowas wie zum Beispiel eine private Müllabfuhr im Weltall zustande kommt? Und dadurch entstehen wiederum Chancen, dadurch können auch neue, junge, talentierte Gründer und Gründerinnen mit super spannenden technologischen Lösungen natürlich voranschreiten. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier auch aus Europa heraus brauchen. Möchtest du auch kommentieren? Gerne, vielleicht eine Sache, die mir am Herzen liegt, ist so generell als Menschheit betrachtet, finde ich es ein bisschen schade, was wir auf der Erde alles angerichtet haben und nach wie vor im Jahr 2021 immer noch irgendwie gegeneinander arbeiten gefühlt. Also der eine Staat gegen den anderen, das eine Volk gegen das andere, wie auch immer. Und ich finde so, der Weltraum ist so die Chance als Menschheit, wirklich mal gemeinsam am selben Ziel zu arbeiten, ohne irgendwelche politischen Hintergedanken und Ideologien. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das schaffen. Also wenn die Menschheit es schafft, auf dem Mond keine Grenzen zu ziehen oder keine Landesflaggen zu hissen, sondern wirklich zu sagen, ist das Weltraum, das ist Menschheit, wir vergessen alles, was irgendwie bisher passiert ist und starten da neu so. Claudia, wie siehst du das? Ja, also ich sehe es eigentlich genauso, dass wir wirklich ja gerade mit dem Blick aus dem All auch gemeinsam dran arbeiten müssen, das Klima genauso wie das All zu schützen. Wir haben bei der UNO die COPUS, also die Office for a Peaceful Use of Outer Space.
Das ist natürlich so im Augenblick, die Oberste ist keine Behörde und hat natürlich auch keine Durchgreifungsmöglichkeit zu sagen, wir sanktionieren jetzt jemanden. Also wir haben keine Strafen im Augenblick für den Weltraummüll. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass das natürlich noch so ein rechtsfreier Raum ist, wo man sagt, okay, wir haben eine Vereinbarung und wir gucken. Aber es ist nicht so, dass irgendwer jemand anders sagen kann, du zahlst jetzt Summe X dafür, dass dein Satellit da oben weiter tot rumfliegt oder so. Gibt es Grund zum Anlass, idealistisch zu sein, dass da was klappen könnte? Ja, also ich denke schon, das Bewusstsein ist global da. Das Problem sind, glaube ich, wie gesagt, bei so internationalen, das ist ja wie bei der UNO auch, es ist schwer zu sanktionieren. Wenn neue Länder kommen und sagen, wir starten jetzt auch unseren ersten Satelliten und uns ist das jetzt egal, was die anderen da gerade vereinbart haben, dann kannst du die nicht mit einem Strafzettel versehen. Das ist so ein bisschen die Weltraumpolice, die da einfach fehlt und wo man sicher auch als Space Law, das gibt es ja auch als Ausbildung, Weltraumrecht zu studieren, sicher noch Energie reinstecken muss, um da auch Regularien zu schaffen, die dann wirklich auch durchgreifen. Ich gehe mal wieder hier rüber. Was, hast du eine Frage, die dich beschäftigt? Ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, ob es nicht an der Stelle dann aktuell auch wirklich an der Zeit wäre, ein Modell zu finden international, an das sich alle halten. Sei es ein Ehrenkodex, der einfach besagt, nach so und so vielen Jahren müssen wir den Weltraumschrott wieder irgendwie abschaffen. Irgendein Ehrenkodex, ist ja klar, dass das wie bei den internationalen Gewässern ist. Es gibt halt keinen Staat, der das Weltall irgendwie bestimmt. Aber es kann ja auch irgendwie nicht sein, dass wir in die Situation rennen, dass irgendwie alle Länder einfach machen, was sie wollen und Sachen ins All schießen, weil sonst, zumindest fühlt sich so ein bisschen an, kommen wir in dieselbe Situation, in der wir ein bisschen mit unserem Klima auf der Erde sind. Und vielleicht sollten wir, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das wäre super spannend zu wissen, ob es dann nicht an der Zeit wäre, jetzt relativ schnell zu handeln, auch international in der Branche, einen gewissen Ehrenkodex aufzubauen, dass wir eben nicht dieselben Fehler machen, die wir hier auf der Erde schon gemacht haben mit unserem Klima. Das ist eine ganz spannende Sache. Das geht dann nicht an die Politik, sondern das geht an die Unternehmerinnen und Unternehmer selber. Ob genau. Die sich eigentlich Mühe machen. Ne? Genau. Ja, also ich stimme dir völlig zu, es sollte so eine Art Ehrenkodex geben. Ich meine, letztlich gibt es ja die Regel, mehr oder weniger, dass man nach 25 Jahren seinen eigenen Satelliten aus dem Orbit wieder rausnimmt. Die 25 Jahre, haben wir schon gehört, ist natürlich deutlich zu lange. Es gibt auch, wie gesagt, keine Bestrafung, es gibt auch keinen finanziellen Anreiz oder irgendwas, wenn man das macht. Aber ich glaube, wie wir es vorher schon besprochen haben, ich glaube, allen Raumfahrtunternehmern ist es sehr, sehr bewusst, dass wir damit ja auch im Zweifelsfall die Zukunft der Menschheit im Weltall selbst aufs Spiel setzen. Und das Thema wird sehr, sehr stark im Moment behandelt. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich immer mehr noch auch die technischen Lösungen dazu zu sehen, wie man das Ganze bewerkstelligen kann. Es gibt im Moment nicht viele Unternehmen, die an genau solchen wirklich Vacuum Cleanern arbeiten. Da gehört dem Ernst sein Unternehmen dazu. Aber Sven, du wolltest... Ja, ich habe noch einen kurzen Gedanken, weil es... Ein Stück weit sind die Unternehmen tatsächlich selber incentiviert, dieses Problem zu lösen, weil ich zum Beispiel als Satellitenkonstellationsbetreiber, wenn ich da viele tausend Satelliten oben habe, ja einen zugewiesenen Orbit habe. Das heißt, ich darf einen bestimmten Orbit mit meinen Satelliten bestücken im Endeffekt. Die möchte ich regelmäßig austauschen und ich möchte tunlichst vermeiden, dass dieser Orbit unnutzbar wird, weil der Weltraumschrott drin rumfliegt, weil diese Orbit-Slots sehr eng begrenzt sind im Endeffekt ein Stück weit, ja. Also ein Stück weit gibt es das tatsächlich, dass die Unternehmen, deswegen machen das die ganzen Konstellationsbetreiber zum großen Teil, um ihr eigenes Geschäftspotenzial nicht zu minimieren, müssen sie auch dafür sorgen, dass quasi ihr Hinterhof sauber bleibt, wenn man so lapidar sagen will. Das reicht noch nicht aus, ja. Da muss noch mehr passieren, absolut, aber wir sehen, ich sag mal, den sprießenden Keim einer Lösung, auch wenn es noch nicht der Baum ist. Würdest du da selber mitmachen, mein Eric? Würdet ihr da in die Pit gehen? Würde euer CEO sagen, ich bin einer der Ersten, der sowas unterschreibt? Ich spreche jetzt nicht für ihn, also ich vertrete natürlich heute bei Narek, ja, genau. Aber ich denke schon, da würden wir mitmachen, absolut, ja. Weil das braucht es. Es braucht diese Verantwortungsübernahme der Unternehmen selbst. Wir können uns da, glaube ich, nicht nur verlassen auf staatliche Regulation. Aber kurze Frage zu dem, was du gesagt hast. Von wem werden denn diese Orbit-Slots vergeben? Weil auf der einen Seite heißt es, es gibt keinen Staat im
Weltall, von wem wird es vergeben? Ja. Macht ihr das als Unternehmen unter euch aus? Gibt es da doch dann irgendwie eine höhere Position international, die das zuweist? Und könnte da dann nicht auch von denen auch irgendwie ein bisschen das auch mehr gepusht werden? Also es gibt die, jetzt im konkreten Fall für Satellitenkonstellationen, gibt es die International Telecom Union. Und die verteilt die Frequenzen international, weil alle Satellitenkonstellationen brauchen ja Frequenzen, um über solche Satelliten, über solche Antennen zum Beispiel, zu kommunizieren mit dem Boden. Und die Frequenzen darf ich nicht doppelt vergeben, das wird also zentral gesteuert. Mhm. Unter dieser International Telecom Union hängt die jeweilige Landesagentur, also in Deutschland die Bundesnetzagentur zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir haben erfolgreiche Modelle, wo das im Beispiel der Frequenzvergabe schon funktioniert hat, so eine internationale Abstimmung. Die fühlen sich jetzt konkret nicht so sehr zuständig für Weltraummüll, sodass das eher intrinsisch bei den Unternehmen passiert. Aber ich denke, dieses Modell macht Mut zur Hoffnung, dass es sowas geben könnte zumindest. Claudia, möchtest du kommentieren? Nee, im Augenblick nicht. Das glaube ich. Ja, ich würde schon gerne was dazu sagen. Wir haben ja vorher gehört vom Daniel und vom Sven, dass sie von selber was machen. Man spürt ja, man muss was machen. Ein Teil ist der Eigenantrieb und man spürt, es wird eine Regularie kommen. Aber naja, wenn wir die CO2-Diskussion von den Automotive sehen, würden die Automobilhersteller von ganz alleine daran arbeiten, wenn andere Länder nicht daran arbeiten. Es geht ums Geschäft. Es geht letztendlich ums Geld, um Investitionen. Wer macht Geschäft, wer macht kein Geschäft? Wenn jetzt der Daniel nur darauf bauen würde, ist vielleicht seine Rakete erstmal ein bisschen teurer und vielleicht nicht konkurrenzfähig. Er wird es aber hinbekommen und mit einem gewissen Spirit dann auch sein Geschäft machen. Aber es braucht, ist meine Überzeugung, schon auch immer ein bisschen den Staat. Deswegen gibt es ja Politiker, ja, die eigentlich sowas machen müssen, die sich konzentrieren drauf müssen, um der Wirtschaft, aber in dem Fall global, zu sagen, naja, macht mal einen Ehrenkodex, ja, arbeitet mal dran. Ehrenkodex ist gut, aber meines Erachtens wird es nicht ausreichen. Gut, ich arbeite dran, also mein persönliches, ich investiere sehr, sehr viel in die Technologie, mein persönliches Ego, meine persönliche Zufriedenheit habe ich damit abgehakt. Ja. Weitere Fragen von euch? Ja, dann würde ich gleich einfach nochmal in eine ähnliche Richtung gehen wie vorher, also mit der ISS und was eigentlich auch immer wieder gelesen wurde, ist zum Beispiel mit Mining in Space. Finde ich eigentlich ein sehr interessantes Konzept und auch sehr spannend. Kann ja zum Beispiel auch immer sein, dass man dann, glaube ich, dann Wasserstoff auf dem Mond dadurch auch herstellen kann, dass man dann weitergehen kann. Und ja, es ist, glaube ich, am Anfang und es wird auf jeden Fall eine neue Industrie, oder? Also es wird auf jeden Fall auch wichtig sein. Glaubt ihr das, also was zu der Zeithorizont, dass das sich so entwickelt und so generell eure Meinung dazu? Wer möchte dazu? Ja, also, geh du mal ran. Ja? Am spannendsten finde ich eigentlich das Thema Helium-3 auf dem Mond, was man für die Kernfusion nutzen kann. Es wird ja viel über die Energiewende berichtet, aber was ich schade finde, es wird ganz, ganz, ganz wenig über Kernfusion gesprochen, weil irgendwie die Leute noch so ein bisschen Angst vor der Kernspaltung haben, aber es ist halt was völlig anderes. Und die Kernfusion, finde ich, ist die spannendste Technologie, was die Lösung der Energiekonflikte auf der Erde angeht. Und Kernfusion funktioniert hervorragend mit Helium-3, was es auf dem Mond gibt. Das heißt, es wäre eigentlich sehr naheliegend, da mal anzufangen, um das auf die Erde ein bisschen zu bringen, dass wir hier unsere lokale Energiekrise viel, viel besser lösen können. Ja. Ja, also ich finde auch das Asteroid Mining natürlich unheimlich spannend. Also ich bin ja, wie gesagt, von klein auf auch ein Fan der kommerziellen Raumfahrt, der kommerziell getriebenen Raumfahrt. Und Asteroiden sind ja wirklich Felsbrocken, die da draußen rumfliegen, die aber zum Teil eben seltene Metalle, seltene Erden, seltene Werkstoffe, die wir auf der Erde auch brauchen, gerade für Batterieherstellung, für Computerchipsherstellung und so weiter enthalten. Das heißt, wenn wir es wirklich schaffen, sowas von Asteroiden abzubauen, dann ist da natürlich ein riesiger Markt da draußen, den wir erschließen können. Und Luxemburg hat sich da ja besonders stark gemacht und gesagt, okay, wir sind der Staat, in dem
wo wir das auch möglich machen, wo wir Startups unterstützen. Deswegen haben die meisten Asteroid Mining Firmen sich in Luxemburg registrieren lassen. Und es gibt erste Pilotprojekte, um eben wirklich auf Asteroiden zu landen. Viel ist noch wissenschaftlich getrieben, aber in den USA, im Silicon Valley, ist es tatsächlich auch kommerziell getrieben, um wirklich da auf Asteroiden zu landen, Werkstoffe abzubauen und die dann auch in irgendeiner Form auf die Erde zurückzubringen. Und ich finde schon, dass das ein ganz spannendes Zukunftsthema ist und natürlich auch eine Economy, also wirklich ein kommerzielles Thema für die Raumfahrt. Möchte jemand von euch noch antworten? Ja, ich würde gerne sagen, das ist ja genau die Lust auf Zukunft. Ja, das Mining, das wird vielleicht übermorgen oder übermorgen dann stattfinden. Aber wir haben es jetzt schon irgendwo. Ja, wir sehen die Science-Fiction-Filme von vor 20 Jahren, die sind jetzt schon Realität fast. Es kommt jedes Jahr was Neues. Alle 5 Jahre kommt was Neues. Ich werde noch ganz, ganz viel erleben, was mit der Raumfahrt passiert. Wir müssen schauen, dass wir in Deutschland mitmachen oder nur zuschauen. Ja, das hängt an vielen Faktoren ab. Aber das macht mir Lust. Ja, ich bin neugierig auf die Zukunft und ich möchte mitmachen. Wollt ihr noch kommentieren zu dem Thema Mining? Und also ich kann mich natürlich an der Lust anschließen. Ich glaube, es gibt kaum spannendere Themen als, ich sage jetzt mal wirklich, die abgespaceden Themen schlechthin. Und da fällt natürlich Asteroid Mining deutlich drunter. Wieso sind das abgespacede Themen? Weil es Technologien oder Prozesse sind, mit denen man eigentlich so tagtäglich in seinem, ich sag mal, klassischen Alltagsleben auch nichts zu tun hat. Ja, okay. Es geht darum, dass wir die Technologien zuerst entwickeln müssen. Da sehe ich übrigens auch die große Herausforderung, gerade aus Europa heraus. Wir müssen den Weitblick haben. Solche Technologien sind nicht von heute auf morgen entwickelt. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, solche Technologien zu entwickeln, dass sie in 10, vielleicht 12 oder 15 Jahren da sind. Wenn wir erst in 10 Jahren anfangen, wenn es vielleicht schon andere auf der Erde gemacht haben, dann sind wir wieder 10 Jahre zu spät aus Deutschland heraus. Und da kommt auch genau das Unternehmertum ins Spiel. Wir müssen in Deutschland mehr machen und genau solche Themen auch vorantreiben. Auch wenn sie abgespaced und abgefahren sind, sind sie auf der anderen Seite genauso spannend. Ja, du meinst sozusagen, das ist der Raumfahrt, der Untergrund, den es zu pflegen gilt. Absolut. Und wenn man natürlich an Sachen denkt wie eine Mondbasis, die man aufbauen möchte, eine Marsbasis, am Ende des Tages werden die Technologien überall wiederverwendet. Wir sehen hier Technologien auf der Erde wie ein Akkuschrauber, der eigentlich für den Einsatz im Weltall entwickelt wurde und dann die Anwendung auch auf der Erde gefunden hat. Und so wird es auch die nächsten 10, 15 Jahre mit sehr, sehr vielen Raumfahrttechnologien sein. Ich glaube, am Ende ist Space Mining das perfekte Beispiel dafür, was wir ganz oft in Raumfahrt sehen. Das klingt alles nach Science Fiction, bis es dann einfach gemacht wird. Vor 10 Jahren hat sich niemand vorstellen können, dass man Raketen wieder landen kann. Wir arbeiten an Space Lasern. Das ist Material von Science Fiction Büchern gewesen, bis es dann gemacht wird. Und so ist es viel, dass Science Fiction tatsächlich inspiriert auch, was zukünftige Geschäftsmodelle sein könnten. Das heißt, da machen sich Unternehmer weltweit auf den Weg, genau so etwas umzusetzen, was, wie du genau richtig sagst, Daniel, dann Anwendung auf der Erde zur Folge hat auch. Ja? Also die Raumfahrt ist ja ein unheimlicher Innovationstreiber für Technologien, die dann viel weiter verwendet werden als nur für die Raumfahrt. Und das ist bei Space Mining, ist, glaube ich, ein schöner Nordstern für diese ganze Industrie. Wir haben von allen gehört, wir finden das spannend und extrem inspirierend. Ein Stück weit wird darauf hingearbeitet, auch wenn es nicht morgen stattfinden wird. Aber es ist am Horizont und ich glaube, wir können und ziemlich sicher sein, dass es kommen wird. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Jetzt wollte ich doch mal unsere 4 jungen Gäste, oder jung sind die ja zum Teil auch, ja. Aber dass man wirklich, sagen wir mal, die 4, die eher so ein Stück von außen, da ist ja viel Faszination, Technik und Glaube, dass Technik Gutes bewirkt. Wie geht's euch damit? Ist das eine Sache, die ihr so hundertprozentig unterschreibt oder die ihr konditioniert oder die ihr manchmal auch mit Skepsis betrachtet? Wie ist es? Ich würde gerne dich fragen, weil du ja schon tiefer drin bist. Also in dem Sinn, ob quasi Technik und der Fortschritt dadurch, ob das uns mit Hoffnung erfüllt? Ja. In diesem Sinn?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt gerade sich anschaut, diese großen Konstellationen dienen zum Beispiel hauptsächlich dazu, die komplette Welt zu verbinden. Das heißt, man hat dann wieder Hoffnung, dass die Welt besser vernetzt ist und solche Dinge. Und wenn ich mir jetzt gerade so die Raumfahrttechnologie anschaue, die ja einerseits auf die Welt bezogen ist, aber andererseits auch so in die Weite geht, dann ist es einfach so inspirierend zu wissen, dass man so weit kommen kann quasi. Also ich finde es schwierig, in Worte zu fassen, aber es gibt ja quasi kein Ende in der Raumfahrt. Also man wird immer weiterkommen und deswegen ist es halt quasi in dem Sinn immer Hoffnung, dass man weiß, okay, es mag zwar vielleicht gerade mit unserer Erde alles nicht so gut klappen, aber dass das halt die Umwelt und wir wissen, wir müssen da viel aufräumen, aber gleichzeitig gucken wir auch noch in die Sterne und fahren da raus und erforschen die Sterne. Es gibt trotzdem immer noch Neues zu entdecken. Und ich glaube, das erfüllt einen schon mit Hoffnung, dass man weiß, okay, man kann immer weiter, es gibt kein Ende. So. Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage richtig verstanden. Das ist wunderbar. Also, nein, es geht mir wirklich um diese Frage, Technik Optimismus, Technik Skeptizismus, Technik Realismus, wie auch immer man das, denn wir reden jetzt ja über die Menschen, die normalen Menschen, die sich an die Raumfahrt so rannähern oder vielleicht geschoben werden sogar. Wie siehst du das mit der Technologie? Ich finde Technik und Innovation super wichtig. Ich glaube, es ist auch super spannend und wir haben da super viele Chancen. Ich meine, alleine wenn man sich anguckt, ich gehöre zu einer Generation, in meiner Kindheit gab es keine iPhones und keine iPads und das ist was das Normalste der Welt geworden. Das heißt, Technik und Innovation grundsätzlich, glaube ich, ist super wichtig und auch da neugierig zu bleiben. Ich glaube aber bei dem Thema Raumfahrt, auch weil du es gerade nochmal angesprochen hast, ich glaube, da haben wir halt gerade die Chance, nicht dieselben Fehler zu machen, die wir vielleicht auch hier auf der Erde haben. Und ich glaube, das ist halt gerade der wichtige Punkt. Deswegen habe ich das auch vorher angesprochen und gefragt. Und ich glaube, da ist halt wirklich, ja, ich habe auch nicht die Lösung dafür, wie man das machen kann. Aber ich glaube, wir müssen halt aufpassen, trotz der Technik und trotz der Innovation und auch des Erfindergeistes, müssen wir irgendwie gucken, dass wir nicht da oben dieselben Fehler machen wie hier unten. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen die Balance finden. Aber ich finde es auch super spannend und wichtig, dass wir als Deutschland auch endlich mal, ja, gefühlt da auch bei dem Thema mehr machen. Und wie auch du es vorher gesagt hast, sollten wir vielleicht auch als die Deutschen dann auch hier mal wieder diejenigen sein, die halt auch einen Schritt vorausgehen und vielleicht auch dafür sorgen, dass es gewisse Regularien oder einen Ehrenkodex oder was auch immer umsetzbar ist, gibt. Aber irgendeiner muss halt anfangen und da haben wir vielleicht auch die Chance, dass wir oder auch ihr das halt seid. Ja, also ich finde, es gibt nichts Schöneres als Forschung. Also man sollte nie aufhören zu forschen, auch immer weiter neue Techniken entwickeln. Und deswegen bin ich ganz klar technikbegeistert. Natürlich gibt es immer wieder mal Nachteile, aber generell bringt uns Technik und Innovation immer voran. Und ich glaube, bei der Raumfahrt, auch was du jetzt gesagt hast mit Helium-3, also das, man sieht halt einfach, wenn man Sachen aus anderen Bereichen dann auch auf die Erde anwendet, dass insgesamt dann so viel Positives erreicht werden kann. Und da ist durch die Raumfahrt einfach eine schöne Industrie, wo wir viel mitnehmen können insgesamt für uns. Ja, ich sehe das absolut auch so. Ich meine, ich erlebe das ja auch quasi tagtäglich noch an der Uni. Wenn wir uns da anschauen, was vor 10 Jahren vielleicht per Zufall entdeckt wurde, was ja in der Raumfahrt quasi alltäglich ist, dass da Neues entdeckt wird und erfunden wird und was daraus entstehen kann, das Potenzial ist einfach unfassbar groß. Und ich fände es schön, wenn wir das nutzen würden und wenn wir mit Begeisterung das annehmen würden und einfach die Chance nutzen würden. Was man natürlich kritisch beobachten kann oder betrachten kann, ist, wie benutzen wir die Technologie als Menschheit? Also was machen wir mit den Dingen, die wir erfunden haben? Da kann man natürlich drüber diskutieren. Aber deswegen würde ich nicht da jetzt sagen, lass nicht forschen, sondern im Gegenteil, ich würde da sagen, auf jeden Fall, lasst uns den Schritt wagen und in die Zukunft gehen. Ich sehe schon, wir hätten noch einen Skeptiker oder eine Skeptikerin reinholen. In Anbetracht der Zeit würde ich gerne thematisch noch mal eine letzte Schleife machen, und zwar zum Thema Unternehmertum und Gründung. Denn wir reden ja über 3 Unternehmen, die ja ganz jung in Jahren sind, die zum Teil frisch aus einer Universität entstanden sind.
Wir reden, lieber Ernst, dein Unternehmen ist ein mittelständisches, ja, aber kein altes Unternehmen. 21 Jahre. 21 Jahre, ne? Das heißt, wir reden eigentlich, sagen wir mal so, über frische Unternehmen. Mhm. Ja? Was geht euch da durch den Kopf, euch Vieren, zu diesem Thema Gründung und Unternehmertum? Ich würde vielleicht mal anfangen. Mich würde interessieren, wie man die Motivation findet in diesem Bereich, der ja doch sehr kostenintensiv ist. Du hast es vorher angesprochen, ich glaube, es waren 140 Millionen. Doch sehr von vornherein ja ein kostenintensiver Bereich ist. Wie findet man da die Motivation zu sagen, ich mache mich selbstständig, gründe meine eigene Firma und ich finde Investoren? Und wie findet man diese Investoren für so ein Projekt? Oftmals wird man ja als junger Mensch die Frage gestellt, was würdest du denn eigentlich gerne in deinem Leben machen, weil Geld kein Problem wäre? Wenn du alles Geld dieser Welt auf deinem Konto hättest und mal so richtig das machen könntest, was du wirklich gerne machst. Und das ist letztlich die Frage, die du dir stellen kannst. Und Geld ist grundsätzlich da, wenn man eine spannende Technologie, ein spannendes Unternehmen, ein spannendes Businessmodell findet oder erfindet, dann wird es auch immer Wege geben, genau das zu machen. Ich bin auch der Überzeugung, dass es nicht immer nur an den Ideen liegt, sondern sehr, sehr viel mehr am Machen. Die Idee ist das erste Prozent, 99% ist wirklich das Machen. Ohne die Idee, klar, kann man nichts machen, aber genau das das motiviert mich auch, neue Dinge zu machen. Wir haben unser Unternehmen 2018 gegründet, weil wir einfach gesehen haben, die europäische Raumfahrt ist die Schnecke auf der Welt. Und wir wollten hier das Ganze mal ordentlich vorantreiben und haben gemerkt, wenn wir es nicht selber machen, dann passiert es gar nicht. Und genau mit dieser Motivation und auf der anderen Seite aber auch mit diesem wirklich Raumfahrtenthusiasmus, mit dem technischen Background, den wir von der TU München schon hatten, wo wir Raketentriebwerke entwickelt haben, haben wir uns dann zum Ziel gesetzt, auch hier aus Europa heraus über 100 Millionen Euro an Venture Capital mit ins Spiel zu bringen, haben das auch erfolgreich geschafft. Und das ist für mich auch wiederum so ein Zeichen. Ich selbst hätte die Chancen tatsächlich sehr, sehr gering eingeschätzt, das Ganze zu ermöglichen aus Europa heraus. Aber allein die Tatsache, dass wir hier heute stehen, ist wiederum der Beweis, dass es funktioniert. Und das ist letztlich alles, was ein Ingenieur manchmal braucht, so dieser Nordstern, zu wissen, dass es geht oder manchmal nicht zu wissen, dass es nicht geht. Sven, ich habe dich ja heute recherchiert und ich habe festgestellt, du bist ja auch mal ein richtiger Gründer gewesen, bevor du dann sozusagen in ein solches Gründungsunternehmen kamst. Wie würdest du die Frage beantworten? Ja, also ich habe während des Studiums schon viele kleine Sachen gemacht. Nie was Großes, aber viel in der Startup-Szene unterwegs gewesen. Und ich glaube, was man da aufschnappt, ist einfach dieser Wille, etwas zu verändern. Und das Schöne an der Raumfahrt ist, dass das, was man verändert, so viel größer ist, als wenn man eine App erfindet, wo man mit Vögeln auf Schweinchen schießt. Also das, in der Raumfahrt machen wir Zukunft. Das Thema heute ist Lust auf Zukunft. Und ich glaube, es gibt keine andere Branche wie die Raumfahrt, wo man so gut in so großen Schritten Zukunft verändern kann. Und das war ein Stück weit auch für mich im Endeffekt der Einstiegspunkt. Und warum mich das auch noch heute fasziniert, dass alles, was wir hier machen, so alt wie wir hier stehen, klingt einfach nach Science Fiction. Das ist der Stoff von Fantasien und von wie die Zukunft aussehen kann. Und es liegt in unseren Händen, diese Zukunft zu gestalten. Ich glaube, das ist, und ja, das ist kostenintensiv, und es hat lange Entwicklungszyklen, aber der Hebel, den man dadurch hat, auf die gesamte Menschheit, ist so viel größer, als wenn ich mich mit den einfachen Problemen, ich will jetzt nicht jedes Unternehmertum kleinreden, aber es gibt schwierigere Probleme und es gibt einfachere Probleme. Du sprichst ja über die Seele. Die Aspiration, ne? Das, ja. Ja. Wie siehst du das, Raphael? Was, ich meine, du bist ja sozusagen, ja. Du hast ja nicht die, ja, du bist ja sozusagen ein Zulieferer. Könnte man so sagen, ja, so der Raumfahrtzulieferer. Das Wort gibt es, glaube ich, noch nicht so häufig wie bei der Automobilindustrie, aber mal schauen, wird vielleicht noch, für uns ist natürlich zur Hälfte das Thema, dass es uns einfach fasziniert von der Technologie, und die andere Hälfte natürlich wollen wir am Schluss auch ein bisschen Geld verdienen und das Unternehmen größer machen und wachsen können. Und das Schöne bei der Raumfahrt ist eigentlich, dass
es noch so ein bisschen nischig ist. Also wenn man eine Technologie hat oder ein Element oder eine Fertigungstechnologie, die da gut reinpasst und man ist da wirklich gut drin und kann das auch beweisen, so durch Tests oder vielleicht auch mal einen Launch, wo man dabei war, dann ist man da sehr schwer wieder wegzubekommen und kann sich da richtig schön austoben in der Nische und die Technologie voranbringen. Und das macht richtig Spaß, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist so, ja, der Einzige auf der Welt, der da mitmachen darf. Also da ist ein bisschen outspaced, da ist ein bisschen nischig. Du hast ein Stück von der Seele gesprochen. Also da ist offensichtlich, es ist anders als Massenproduktion von Elektroautos. Das ist es mit Sicherheit. Also ich merke schon an der Sprache, das klingt anders. Ernst? Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Und ich finde die Konstellation hier auch sehr interessant. Wir haben hier zwei Firmen, die sehr, sehr viel von Investoren ganz schnell groß werden. Ja, und ich bin eigentlich genau auf der anderen Seite. Nicht an anderer Seite, nee, an einem anderen Weg. Ich habe als Erster angefangen, als Angestellter. Ich habe 6 Jahre getan, dann sind wir 10 Leute geworden und plötzlich kam eine Gelegenheit. Die Gesellschafter haben verkauft. Ich habe keine Kohle gehabt. Was mache ich jetzt? Ich will aber das machen. Und das ist die Chance des Lebens. Vielleicht war das bei euch auch irgendwie, ihr habt irgendjemand getroffen. Ich glaube, du hattest auch so ein bisschen eine Geschichte, der sagt, hey, mach doch. Und wenn du da den Spirit hast und sagst, okay, ich mach's, dann gehst du los. Und das steckt in einem drin und das vibriert, wie du sagst. Ja, das ist toll. Und schau mal, was daraus geworden ist. Ja, ich habe noch in Rumänien eine Firma, ich hatte in Portugal eine Firma, ich habe in Oberfranken jetzt dieses Jahr noch eine Firma aufgemacht. Das ist immer was Neues. Du bist sozusagen ein Serienunternehmer. Ja, ich war immer ein Langstreckenläufer oder ein Bergsteiger. Ja, ich bin kein Sprinter. Ja. Ja, ich habe das halt langsam gemacht. Das geht auch. Die Message will ich eben auch an die Zuhörer sagen. Es geht auch langsam. Also nicht demotivieren lassen, sondern einfach mit Mut vorangehen und mit Lust auf Zukunft. Claudia, wie siehst du das? Ja, also wann wird dein Start-up, das Astronautinnen coacht und auswählt und ausbildet, wann wird das den Durchbruch haben? Ja, also das ist ja die eine Seite. Für die Astronautinnen haben wir tatsächlich ein gemeinnütziges Firma gegründet, eine Stiftung Erste Deutsche Astronautin. Ja. Wir haben aber die Astronautin GmbH, die aus Start-up daraus entstanden ist. Und da ist ja das Ziel, die Raumfahrt nach außen zu bringen. Denn das ist ja das, was wir so ein bisschen gehört haben. Raumfahrt ist immer noch so ein Elfenbeinturm und man hört so ein bisschen in der Presse und so, aber man kriegt nicht so richtig den Zugang. Und was wir machen, ist Astronautentraining für Nichtraumfahrer. Also wir machen Teamtraining, Leadership-Training für ganz normale Menschen, aber wir machen damit eine Mars-Mission, eine Mars-Simulation. Oder wir bauen eine Rakete zusammen und starten die. Ganz einfache Raketen, natürlich nicht sowas, was der Daniel macht, sondern hinten auf der grünen Wiese. Aber allein das Erlebnis, auf den Knopf zu drücken und das, was du aus einer Wasserflasche gebaut hast, fliegt in die Luft, ist einfach gigantisch. Und da machen wir ganz einfache Trainings, Leadership-Trainings, Kommunikationstrainings, Konfliktmanagement-Trainings, die nach draußen gehen und diese Vision, die ich ja rüberbringe, was du ja gemerkt hast hier, die mit nach außen bringen, sodass wir dieses Bewusstsein für die Raumfahrt, dieses Bewusstsein, dass wir Teil des Universums sind, nach außen tragen. Und das ist unser Startup. Also ihr wollt im Grunde, ihr habt die Raumfahrt sozusagen als fast wie eine Puppe, um daran sozusagen anderes und Neues zu lernen. Ja, genau, um das nach außen zu bringen. Ja, wunderbar. So, jetzt kommen wir zur Schlussrunde alle miteinander. Und zwar jetzt möchte ich von jedem wirklich und jeder in ganz schnell hören, so eine Antwort auf die Frage, was wünsche ich mir für Deutschland, für dieses Land? Was erwarte ich, dass sich ändert? Was erwarte ich, dass passiert? Wie auch immer, was trage ich selber dazu bei? Einfach, dass jeder mal so aus seiner Sicht sagt, was ist ihm wichtig? Ich würde ganz links von mir aus gesehen bei dir anfangen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde es wichtig, wenn man mutig nach vorne geht. Das heißt, man
man überlegt nicht, was schiefgehen kann, sondern man macht es, man probiert es aus und man ist optimistisch, dass es funktioniert. Es ist einfach eine andere Mentalität reingehen und sagen, wir schaffen das und es geht immer besser, es wird immer besser. Und genau, einfach so eine optimistische Herangehensweise. Wie sieht es bei dir aus? Was wünschst du dir für dieses Land oder für dich oder für sonst? Ich würde mir wünschen, dass das Thema Luft- und Raumfahrt in der Mitte der Gesellschaft quasi ankommt. Das heißt für mich, dass bereits an den Schulen nicht nur die Grundlagen vermittelt werden, sondern dass wir einen Ausblick geben über aktuelle Forschungen, dass wir das den Schülern nahebringen. Denn am Ende des Tages sollen die Naturwissenschaften ja genau das machen, faszinieren und begeistern. Und das würde ich mir wünschen. Danke. Gerne. Raphael, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft in Deutschland mehr Raumfahrt-Live-Viewing-Events haben als Fußball. Ich weiß, sehr ambitioniert, aber ich finde es sehr spannend, wenn die ganze Nation einem Raketenstart entgegenfiebert, bei ESA Aerospace beim ernsten Launch zugucken, alle jubeln, wenn es klappt oder ja, da super viel Begeisterung für zeigen und es wirklich in der Gesellschaft ein alltägliches Thema auch ist. Ernst? Ja, ich habe gleich drei Sachen. Ja. Wir haben ja bald die Wahl und dann kommen irgendwann Koalitionsverhandlungen. Ah, du kommst mit der Politik. Ja, natürlich. Ja, ich meine, ja, darf man schon sagen, ich wünsche mir, dass in den Koalitionsverhandlungen Raumfahrt nicht nur ein Thema ist, das geht so auch in eure Richtung, sondern ein zentrales Thema. Wollen wir mitmachen oder wollen wir nicht mitmachen? Und ich würde mir dann eben auch wünschen, dass mehr Leute mit dem ESA-T-Shirt rumlaufen, nicht nur mit dem NASA-T-Shirt. Dann Ausbildung wird ein Riesenproblem in 10 Jahren mit Nachwuchskräften. Das ist ja dein Thema, ja? Bildung, Unis und so weiter. Da muss man sich konzentrieren. Und das Dritte ist, lasst uns mal auf das Wichtige konzentrieren. Hier in Deutschland, seit 1,5 Jahren gibt es nur ein Thema. Es gibt so viele andere Themen, Außenpolitik und Technik, Lust auf Technik, Lust auf Zukunft, nicht nur eins. Danke. Ich würde einstimmen bei dem Mut-Thema. Ich glaube, wir müssen mutiger werden in Deutschland im Endeffekt. Und zwar ganz konkret müssen wir endlich weg von, ich sag mal, dem planwirtschaftlichen Ansatz für die Raumfahrt. So passiert heutzutage in Deutschland und Europa Raumfahrt. Heutzutage wird tatsächlich vorgeschrieben, aus welchen Ländern wie viel der Wertschöpfungskette kommen muss bei gewissen Raumfahrtprojekten. So passiert keine Innovation. Ja? Wir brauchen den Mut in Deutschland, der Privatwirtschaft im Endeffekt das zu überlassen, die effizientesten, die sinnvollsten Lösungen zu entwickeln. Und dafür muss man Raumfahrt anders denken, als dass Raumfahrt die letzten 50 Jahre gedacht worden ist in Europa und in Deutschland. Das wünsche ich mir auch für anstehende Koalitionsverhandlungen, dass genau das das Thema ist. Wie kann ich Raumfahrt kommerzialisieren? Und die Amerikaner machen es vor, dass es wunderbar funktioniert. Daniel. Ich denke, wir brauchen mehr Macher und weniger Bedenkenträger. In Deutschland tendieren wir, oder in Europa generell, eher dazu, alles zu analysieren, was denn schiefgehen könnte. Aber und wenn mal was schiefgeht, dann wird das quasi immer nur als Failure dargestellt. Ich denke, dass wir auch uns auf die Erfolge konzentrieren sollten, dass wir mit Mut nach vorne schauen können. Wie Sven auch schon richtig sagt, dass man auch zum Beispiel von staatlicher Seite mal sagt, macht doch einfach mal und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Das Ganze natürlich zielorientiert, aber dass man auch einfach diese Freiheiten gibt, den jungen, talentierten und kreativen Ingenieuren wirklich machen zu lassen. Ich würde mich auch dem Thema Mut und Machen anschließen, aber ich fände es auch sehr schön, wie du es auch eben gesagt hast, gerade nach dem heutigen Abend, wenn das Thema Raumfahrt mehr irgendwie das Thema mehr in die Mitte unserer Gesellschaft kommen würde, weil ich muss sagen, ich habe heute vieles gelernt und es war super spannend und es wäre schön, wenn das eben einfach mehr auch diskutiert werden würde, mehr darüber geredet werden würde und auch, dass eben nicht nur die USA die Nummer 1 in der Raumfahrt sind, denn wir in Deutschland, wir können einiges und vielleicht müssen wir anfangen, das auch wieder ein bisschen mehr in die Welt rauszuschreien, was wir alles können und das wäre schön. Danke. Ja, also das Tolle in Raumfahrt ist ja, dass es sowieso schon spannend ist, das heißt, wir müssen gar nicht mehr wirklich Werbung machen, sondern es ist einfach schon spannend. Und deswegen wäre, glaube ich, mir persönlich das größte Anliegen, dass man einfach, genau, also das mehr in die Öffentlichkeit trägt und Leute animiert und dass die Leute Lust drauf bekommen. Und für mich persönlich ist natürlich eines der wichtigsten Anliegen, dass junge Frauen
sich trauen, das zu machen, weil es macht so viel Spaß und es ist wirklich ein so spannendes Thema. Und es tut mir weh zu wissen, dass so viele junge Frauen einfach eingeschüchtert wurden davon, dass es so ein männerdominiertes Umfeld ist. Und ich will einfach sagen, so traut euch und macht es. Umso weiter man kommt, umso mehr ist es egal, wo man herkommt, was man, welches Geschlecht. Und ja, man soll sich nicht davon abschrecken lassen. Oder also ich glaube, du hast nicht nur uns allen, sondern auch der Claudia ganz besonders aus dem Herzen gesprochen. Deswegen, liebe Claudia, was erwartest du in diesem Lande? Was möchtest du? Ja, das ist natürlich die Steilvorlage für mich. Ja, genau, dann kann ich nicht anders. Also ich kann mir natürlich nur wünschen, dass wir nach 11 deutschen Männern endlich auch die erste deutsche Frau ins All fliegen, gerade um diese Vorbildfunktion einzunehmen, um zu zeigen, dass Frauen in Deutschland auch Astronautin können. Und da braucht man eine Zusammenarbeit aus der Politik und aus der Wirtschaft, denn so Flüge ins All sind einfach verdammt teuer. Das muss irgendwie finanziert werden. Aber da gerade, wenn wir auch sehen, die Kommunikation, die Raumfahrt vermittelt ja so viel. Die vermittelt den Mut und die Neugier. Wenn sich da Firmen engagieren und sagen, wir nutzen diese Mission der ersten deutschen Astronautin auch, um unsere Firmenwerte zu transportieren, um uns selbst darzustellen und gehen da finanziell mit rein und das zusammen mit der Politik, dann schaffen wir es auch, dass im Jahr 2022 vielleicht hoffentlich endlich die erste deutsche Frau ins All fliegt. Wunderbar. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war ein Tour d'Horizon durch New Space, durch die Zukunftsräume. Und natürlich für mich als jemand, der an Innovation und fort guter Veränderung interessiert ist, da denke ich natürlich immer auch drüber nach, kann dieses Land nicht neben seiner etablierten Industrie auf diesen großen Zukunftsfeldern der Raumfahrt, der Biotechnologie, der künstlichen Intelligenz bis hin zum Thema Green Tech, kann da sozusagen nicht auch ein neues, sprudelndes und frisches Wirtschaftsmodell entstehen? Und wir haben ja trefflich diskutiert, dass das seinen nachhaltigen und seinen sozialen Rahmen braucht. Also nicht Marktwirtschaft la pour la, sondern eine verantwortliche Gestaltung der Wirtschaft. Das ist, und da gibt es ja tolle Unternehmen auf all diesen Feldern. Da könnte man jetzt sozusagen x Veranstaltungen machen. Aber natürlich ist die Raumfahrt was ganz Prominentes. Ich bedanke mich bei den Unternehmern und Gründern ganz herzlich dafür, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch dargestellt habt. Übrigens auch für mich als technischen Laien war das richtig gut verständlich alles. Ich bedanke mich bei Ihnen als jungen Gästen, die neugierig, begeistert oder selber schon engagiert zu uns gekommen seid. Und ich bedanke mich bei unserem Überraschungsgast Claudia, dass sie so vehement und klar auch den Case für die Frauen gemacht hat. In diesem Sinne, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wenn es gut war, Daumen hoch, bitte Kommentare in die Kommentarspalten und auf ein nächstes. Einen schönen Abend. Na dann. Ja, jetzt haben wir einen Schluck verdient.